Please hold for a very important message. Dumm gelaufen, ne? Oh Mann. Also wir haben jetzt 13 Minuten aufgenommen. Hallo erstmal. Und haben festgestellt, dass das ist das Problem. Dieses Ding. Ey, wir haben genau denselben Fehler wie beim letzten Mal gemacht. Das ist krass. Und beim letzten Mal war es noch lustig. Jetzt nicht mehr, ne? Jetzt ist es schon ein bisschen peinlich. Ja, es ist echt unangenehm. Ja. Also, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zum Last Dance. Es fühlt sich jetzt alles so gefaked an, weil ich das alles schon mal gesagt habe gerade. Ja, du bist halt nicht so fake, ne, wie ich. Nee. Ja, für mich ist es ganz normal. Alles, was ich sage, ist fake, Leute. Und deswegen, herzlich willkommen. Es ist nicht das letzte Video. Wir haben ja noch ein paar Sachen eventuell als Überraschung für euch. So ist es. Wir haben Dinge geplant, aber es ist die letzte Reaction auf die letzte Bachelor-Folge. So ist es. Ja. Was haben wir noch so gesagt? Du hast mich gefragt, wie es gestern war. Wie geht's dir? Genau so. Ja. Schön, dass du fragst. Ja. Ja, mir geht's sehr gut. Ja, super. Ja, richtig. Ich hatte gestern Abend nämlich einen tollen Nachmittag hatte ich gestern, weil ich ein Shooting veranstaltet habe für Shizu EU. Und unsere gemeinsame Freundin Emilia war dabei und hat einen Bombenjob gemacht. Props. Sie guckt das, glaube ich, nicht, aber Props. Richtig. Shoutout Emilia. Und die anderen beiden Models, die dabei waren, waren Schnuffelhasen. Schnuffelhasen, Leute. Du hast einen Aufruf gestartet auf Insta. Richtig. Und haben sich einfach zwei Schnuffelhäsinnen. Mehrere sogar. Echt? Ja. Und bei zweien hat es dann auch gepasst, so kurzfristig. Und die waren dann gestern dabei als Models. Nice. Und können wir vielleicht nochmal sagen, was die außer Modeln machen? Psychologie studieren. Nicht, dass das wichtig wäre, aber wir haben hier auf jeden Fall, das war nämlich mal so ein Ding, wer guckt das überhaupt alles? Wir haben hier wirklich einige Akademiker. So. Ne, unter uns. Wie schön, es freut mich voll, dass die den Weg zu dir gefunden haben. Ja, und es hat auch richtig Spaß gemacht. Es war eine richtig, richtig tolle Runde, es war angenehm für alle, war mir auch extrem wichtig, dass alle sich wohlfühlen und es hat alle auf jeden Fall als Feedback auch gegeben. Also richtig viel Spaß gemacht und ich glaube, die Ergebnisse werden auch sehr schön. Sehr cool. Wo wird man das denn sehen? Auf deiner Homepage? Wahrscheinlich eher auf Instagram dann. Ah ja, ja. Okay. Wenn wir schon über deine tolle Kleidung sprechen, dann lass uns doch mal hier über unsere Outfits reden. Richtig. Wir haben Uns wieder in Schale geworfen natürlich. Selbstverständlich tragen wir nur Shizu. Ich trage das Tanktop, weil ich ein Assi bin. Nee, Spaß, wenn mir einfach sehr, sehr warm ist. Hier ist irgendwie der Frühling ausgebrochen in Hamburg. Deswegen trage ich das Tanktop, das ist auch extrem bequem. Die Hosen wie immer, Monty Dress Pants, ey, es gibt keine bequemere Hosen. Haben die Mädels gestern auch gesagt? Haben die gesagt, mochten die das? Ja, Bombe. Geil. Ist schön weit, der Bund ist elastisch und so. Ja, nice. Deswegen, kommt gut an, freut mich voll. Und du hast das Lina Kunig T-Shirt an. Das ist fast schon ausverkauft. Fast schon ausverkauft, deswegen ist es sehr special. Das ist sehr gut. Und wir haben schon überlegt gerade, dass wir das verlosen, weil es stinkt nach, also es riecht nach Shizu. Und deswegen überlegen wir da eine Verlosung zu starten. Ihr bekommt 15% auf euren Einkauf bei shizu.eu mit dem Code Schnuffelhase. Völlig richtig. Wo ist jetzt was? Wo ist das jetzt? Hier steht jetzt Shizu.eu? Ah, ja. Und dann, 15% Rabatt mit dem Rabatt. Ja, so ist es. Kauft also gerne ein. Und wenn ihr schon in der Shopping-Laune seid und euch auch die Bachelor-Folge in voller Länge nochmal gönnen wollt oder andere tolle Formate, dann könnt ihr auch auf RTL Plus vorbeischauen. Da haben wir auch was für euch. Ganz genau. Der Sunil hat einen Rabattcode für euch. Und zwar bekommt ihr mit Sunil 50% Rabatt auf die ersten beiden Monate. Ganz genau. So sieht's aus, ne? Ja. Und jetzt können wir starten. Wir könnten starten. Vorhin hatten wir noch eine kleine Gender-Diskussion, aber die können wir auch skippen. Lass mal ein bisschen Gras drüber wachsen kurz. Weil das ist echt komisch, wenn man es nochmal zum zweiten Mal macht. Ne? Das ist einfach so strange, ey. Ja. Das war so voller Leben. Oh und Mann, war echt ein gutes Intro. Ja. Oh Mann. Und jetzt starten wir. Ich fahre hier auf meine Hochzeit oder meine Beerdigung. Sie fährt auf ihre Hochzeit oder ihre Beerdigung. So fühlt sie sich wahrscheinlich. Dass sie ein bisschen auch übertreibt mit dem, fühlt sich an, als würde sie auf meine Hochzeit fahren oder auf meine Beerdigung. Komm mal runter. Also im Endeffekt suchst du dir jetzt nur jemanden, also entweder du sagst ja, lass mal daten oder nicht. Ja, also du hast jetzt hier nicht einen Ehevertrag zu unterschreiben. Ja, sie ist einfach zu heftig. Das haben wir gerade auch schon besprochen. Ich habe gestern mit einer Freundin geredet und Jelis ist ja so die Bachelor-Kandidatin, die dem Typen eine geknallt hat. Sie ist ja mega erfolgreich heute, warum auch immer. Hat sich gelohnt, ja. Ja, okay. Ich weiß auch gar nicht, wieso, was das soll. So genau, aber egal. Ganz komisch. Ja,
Und das Zweite, genau, und Larissa denkt sich so, ich glaube, ich werde die Bachelor-Kandidatin, die dem als erstes im Finale die Rose nicht abnimmt. Ja, kann sein. So, und ich finde, das ist bei ihr, das wirkt bei ihr super berechnend. Natürlich. Die ganze Storyline dahin. Ja, sie hat sie auch letztes Mal gedroppt, die Taktik, einfach so. Ich habe den ein bisschen zappeln lassen und macht Spaß und so. Die ist sogar also, schon so ein bisschen, ich glaube, die war auf der gleichen Akademie wie die letztes Jahr. Die, von der man heute gar nichts mehr hört. Chiara. So, ja. Die hat ja auch gedacht, sie schreibt mit RTL das Skript zusammen. Ja, ja, ja. Ja? Und ich sagte, die wirkt auf mich gerade auch nicht viel softer. Nee, die ein bisschen besser macht sie das, glaube ich, sogar noch. Ja. Sie macht es ein bisschen dramatischer, sozusagen. Aber ja, es fühlt sich so an, als hätte sie sich da überlegt, okay, ich bin jetzt beim Bachelor, wie gucke ich, dass ich da wirklich am meisten alles mitnehme, ne? Wirbel machen kann. Ja, ja. Und ja. Wie du schon sagst, Girl, was für eine Beerdigung, du wirst nicht zwangsverheiratet oder irgendwie sowas, ne? Ja. Also du kannst ihn danach off-cam kennenlernen einfach. Nicht ist mehr so. Und nicht weniger. Ist so. Im Prinzip passiert hier noch gar nichts. Es passiert echt noch gar nichts. Also es ist schon echt sonderbar. Du kannst jetzt quasi hier in der letzten Folge entscheiden, swipe ich nach links oder swipe ich nach rechts, das war's. Mehr ist es nicht. Ja, ja, ja. Ja, sie steigert sich ziemlich rein. Ja, voll. Das sagen wir einfach jetzt schon direkt am Anfang. Mike Heiter hat Layla gefragt, ob sie seine Freundin sein will. Per Reel. Und da kam dieser Song im Hintergrund. Die sind jetzt zusammen offiziell. Sarah hat mir das geschickt, ein Reel von Mike Heiter. Ja? Wie er Layla überrascht hat, hat sie in so ein Zimmer gebracht und dann war da so ein mit Luftballons, Will you be my girlfriend? Oh mein Gott. Und hat sie gefragt, ob sie jetzt offiziell seine Freundin und die haben daraus ein Reel gemacht, ne? Natürlich. Die Kamera so ins Gesicht nahm, möchtest du? Echt? Ja, na klar. Nein. Ja, na klar. Oh mein Gott, die verkaufen so ganz ihre Seele. Oh Gott, ist das skurril. Also wollen die auch, wenn die später ein Kind zeugen, da wirklich die Kamera dann hinhalten und so? Also das wird, Livestream. Das wird jetzt richtig heftig bei denen. Mhm. Die sind richtig so officially öffentliche Person des Lebens. Yeah, so mehr geht nicht. Yeah. Ja, schon. Und ich habe ja das Gefühl, dass die auch über Insta-Stories kommunizieren. Yeah, dass die gar kein WhatsApp haben die gar nicht voneinander. Yeah. Sondern sie sagt immer in die Story, was sie isst. Und dann, ey, wenn schon die mal sich dann auch mal trennen eines Tages. Boah, ne? Das wird richtig dreckig. Und ich habe es auch schon gesagt, so hoffentlich geht es gut, weil ich glaube, Layla ist wirklich eine ganz, 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 ganz liebe Seele so. Ich hoffe, das geht gut. Aber es läuft ja auch mit den Followern. Also die Leute stehen ja auf diesen Couple-Content, muss man ja mal sagen. Ne? Ja. Die sind nicht doof. Ich glaube, dadurch, dass die beide auf dem Trichter sind, ist es okay für die. Aber das so anzugucken, ist ganz komisch. Oh, ich finde das ganz skurril. Komm lieber nicht so nah, nicht, dass ich dich anstelle. Dieses Sofa ist so hässlich. Aber sie sagt, komm lieber nicht so nah. Du weißt schon, mit wem du redest. Aber nein, sie ist so, komm bitte nicht so nah. Ja, aber das funktioniert doch auch gar nicht bei ihm. Wenn er könnte. Er macht ja direkt schon den. Ja, er würde sich direkt in dich reinlegen, wenn er könnte. Ist doch klar. Können wir mal kurz über das Sofa reden? Lass lieber nicht machen. Was ist das? So hässlich. Ja. Und das. Oh. Das ist jetzt auch nicht meins, würde ich mir nicht hier reinstellen. Das ist richtig hässlich. Aber. Ich würde auch schon ein neues Sofa mal zulegen, so, aber das nicht. Mein nächstes ist auch grün. Wirklich? Mhm, mit Cord. Ja, cool. Ja, schon schön grün. Weil wir haben guten Geschmack. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir auch die Zukunft zusammen meistern können. Hat der sich jetzt in der Zwischenzeit die Zähne bleachen lassen, sag mal? Glaubst du, dafür hätte er die Zeit? Ja, also er war beim Friseur, der ist wieder ganz kurze Haare und ich glaube, der hat sich kurz mal die Zähne bleachen lassen. Die sehen richtig weiß aus. Naja, geil. Aber ich habe das Gefühl, dass in den ganzen, auch bei Are You The One und was weiß ich was, haben alle extrem weiße Zähne. Ich glaube, dass sie das vielleicht auch in der Post-Production so ein bisschen machen. Ich finde, die sind aber weißer als jetzt in den Folgen davor. Naja. Ich würde das auch gerne mal machen. Was? Boah, bleachen? Ja, safe. Habe ich schon mal gemacht. Stell dich eventuell auf ganz starke Schmerzen ein. Ach. Doch, wirklich. Diese Lampe kommt danach ja drauf, ne? Ja. Und ich habe es nur einmal machen lassen, als ich jung war. Also 20 oder so. Und dann wird so ein Nerv aktiv. Und die Lampe ist da drauf. Ich schwöre, das war mit der. Also, ich habe viele Schmerzen. Ich habe viele Schmerzen. Aber das ist wirklich schlimm. Deswegen will ich sie gerade wie Eva. Ja, ich weiß. Das wollte ich auch. Ja. Aber du hast doch schöne Zähne. Ja, aber die könnten schon heller sein. Aber es gibt auch. Aber so, danke erstmal. Es gibt eine schonendere Variante beim Zahnarzt mit den Schienen. Kostet beides gleich viel. Du wenn kriegst, das was bringt? Du kriegst Schienen, ja klar, und ein Oxidationsmittel quasi und dann geht es aber softer. Dann musst du es 2 Wochen tragen oder so und dann werden die heller. Okay. Also wenn es hier zahnmedizinische Fachangestellte Schnuffelhasen gibt,
Heißt es so, ich glaube. Ja. Meldet euch bitte bei mir, ich hätte da richtig doll Lust drauf. Und wir machen das auch zusammen. Das ist mir super schwer gefallen. Das ist schon krass. Also dieses Aussprechen, was sie gerade gemacht hat, ihr so schwer fällt. Weil eigentlich, wenn du logisch überlegst, ist es doch extrem wichtig, das zu sagen. Alles andere drumherum ist verglichen damit viel, viel unwichtiger. Ja, aber du weißt ja, ja, warum wie fällt verkorkst uns, die Gesellschaft warum fällt ist. Uns das, was eigentlich am wichtigsten ist, auszusprechen, immer am schwersten? Jetzt sitzen hier ganz viele Zuschauende und sind bestimmt so... Ist es so? Ja. Steffen, du Idiot. Ja, nein, so, oh, schön. Ja, aber so sollte es sein. Ja. Die Gefühle sind das Wichtigste. Aber man will sich nicht so angreifbar machen, nicht so verletzbar machen. Man will so ein bisschen spielen. Ja. Weißt du, wie viele Frauen, schreib mal bitte kurz in die Kommentare, oder wie viele Menschen, die hier zuschauen, egal ob Mann oder Frau, glauben, dass, wenn sie ihrem Gegenüber so richtig die Gefühle offenbaren, dass der dann weg ist und keinen Bock mehr hat. Ich führe solche Gespräche so oft. Aber guck mal, ganz kurz. Wenn du die Gefühle hast und du sprichst sie nicht an, ja, dann hältst du ja die ganze Zeit was zurück. Ja, dumm. Du kannst nicht so sein, wie du bist eigentlich. Ich weiß. Und dann versuchst du ein Bild aufrechtzuerhalten von etwas, was nicht da ist. Ja, das ist doch total dumm. Und warum sollte man das wollen, was gar nicht da ist eigentlich? Warum sollte man eine Person darstellen, die man nicht ist, damit man das aufrechterhält, damit das Gegenüber diese Person, die man überhaupt nicht ist, weiterhin möchte? Ja. Hä? Das ist der, also dann will er dich ja nicht anscheinend, weil du spielst ihm ja auch dann was vor. Siehst du? Jemand zu sein, der du gar nicht bist. Das ist der Punkt. What's the point? Ja. Seid transparent. Ist echt so. Und wenn du dann sagst, oh, so wie du wirklich bist, mag ich dich gar nicht, ich bin weg. Ja, das ist die natürliche Selektion, dann ist so einfach. Dann schon klar, wenn ihr nicht die Person will, die ihr seid, ja dann, warum wollt ihr den dann? Ja. Also check ich nicht. Ja. Ja? Ja, schreiben wir uns das alle hinter die Ohren. Hierhin. Da so. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie gut die Worte gerade tun. Ich hatte immer dieses Gefühl, mit dir ist es richtig. Ich würde mir an ihrer Stelle jetzt richtig verarscht vorkommen. Weil das spielt wieder so auf dieses Konto ein. Also sie offenbart dir so die Gefühle und er ist so, ey, du kannst gar nicht vorstellen, wie gut das jetzt tut, das von dir zu hören. Mensch, toll, geil. Super, danke. Ja, und sie ist so, und bei dir? eventuell ein bisschen? Nein. Er sagt ja, warte mal ab, sehen wir dann heute ab oder so. Ey, ich mag dich voll. Ey, ich finde es voll schön, dass du das sagst. Ja. Danke. Danke. Du musst der stolze Vater sein. Aber der Papa ist auch so ein Riese, ne? Scheinbar. Was ist denn da los? Muss ja sein. Richtig krass. Ja, riesig. Und die Schwester, ne? Du würdest direkt wieder sagen, auch eine Sau, ne? Das ist so dein Vokabular. Also erster Blick, sie haben, ich bin dann Carina vom letzten Jahr, weißt du? Oder vom vorletzten Jahr oder so. Die Carina, die auch bei zweimal bei Bachelor in Paradise war. Ja, ja. Mit Gustav. Ich weiß, glaube ich, du meinst, ja. Slightly. Aber sie ist natürlich ein Individuum, ne? Und der Vater ist mir nur aufgefallen, ist so groß wie... Dennis. Ja, erinnert dich Sarah in gewissen Zügen an deine Mutter? Optisch? Nein, verhaltensmäßig. Ja, nee. Okay. Nicht viel, glaube ich. Experiment gescheitert bei dir. Weil es ist voll oft so, und das ist auch in der Psychologie erklärbar, dass wir uns oft das suchen. Aber das hast du nicht. Ja, ich glaube, wenn man genau hinschaut, eher nicht. Wesenszüge meine ich, ne? Mhm. Nö. Nee. Okay. Also mir würde jetzt nichts einfallen, wo ich mir denke, oh, in dem und dem Punkt sind die genau gleich. Ja, okay, verstehe. Glaube ich. Ja, daran musste ich gerade nur denken. Ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Mhm. Also wenn du aufgewachsen bist mit einer Mutter, die dir viel gegeben hat, sage ich jetzt mal, ja, ist ja klar, dass du weiterhin viel davon willst. Weißt du, ich meine? Oder wenn du wie Sebastian aufgewachsen bist mit einer Mutter, die ein bisschen... Ne, dann bleibt Kim halt im Finale oder Halbfinale oder kommt halt sehr weit. Das ist ja das Ding. Oder eine Larissa. Eigentlich müsste er sagen, oh Gott, wie meine Mutter weg. Ja, aber mein Vater ist ja wirklich, ne? Diagnostizierter. Ja. N-Wort. Meine Männerwahl war immer dementsprechend. Wenn ich zum Beispiel, Fun Fact, meinem Ex über Sachen erzählt habe aus meiner Kindheit mit meinem Vater, hat er mich immer angeguckt und hat gesagt, sorry, ich verstehe deinen Vater voll. Ja. Ja. Hätte dir auch schon einiges sagen müssen. Das ist super spannend. Ja, das weiß ich jetzt auch. Ich finde Tonja richtig schön. Bisschen Love. Tonja ist auch ein spannender Name. Also, wenn man nicht an Tonne denkt. Ja, tue ich nicht, nein. Tonja. Schöner Name. Schöner Mensch. Mhm. Und Name ist halt Name, ne? Ja, aber ist außergewöhnlich, deswegen. Ne? Ich mag Dinge, die außergewöhnlich sind. Ich pack mal den Chef und... Wir machen Männerrunde. Wir gehen mal an die Bar. Ich glaube, die würden sich so gut verstehen. Ich glaube auch. Der Vater und der
Dennis. Dennis. Mhm. Die sind sich voll ähnlich. Hat von den Vibe, gell? Direkt. Oder? Mhm. Ich pack mir mal den Chef hier und die hätten richtig viel Spaß. Kann gut sein, ne? Ich bin gespannt auf das Gespräch. Also, ich glaube, das könnte ganz cool sein, ja. Ja. Mhm. Hast du so Gefühle schon? Also, alles, was ich immer wollte, bringt er einfach mit. Was denn so? Was? Und du bist direkt so, was denn eigentlich, dass er mich die ganze Zeit antatscht, dass er die ganze Zeit einfach nur umknutschen ist? Was denn genau? Hä? Was hast du dir gewünscht? Also dieses ganze Oberflächliche, null Tiefgang, ist es das, was sie will? So bist du, gell? Oder, ja, ja, voll, voll. Oder ist sie eventuell ein bisschen am Idealisieren? Weil das kenne ich auch gut von mir. Ja. Oh, das ist das perfekte Stück. Aber das ist doch immer so am Anfang. Mhm. Das ist doch immer so am Anfang, dass man dann irgendwie die Leute auf den Podest hebt und sich denkt, oh wow, wo ist der Haken? Also angenommen, ich hätte Rebecca im Interview, ne? Dann würde ich sie fragen oder sie drum bitten, mir einmal auf eine Liste zu schreiben, was so die Dinge sind, die sie sich schon immer gewünscht hat. Ich würde das gerne schwarz auf weiß sehen. Was ist das denn? Mhm. Weißt du? Und dann willst du einen Haken dran machen, wenn du... Aber nur so, denkst, ob sie halt es wirklich nicht gefunden hat in ihm, meiner Ansicht nee. Nach, oder nicht. Ich glaube ja, ich glaube nicht, dass jetzt ihre Schwester da anlügen würde, sondern ich denke schon, dass sie... Nein, sie lügt sie nicht an. Also sie glaubt das in dem Moment auch wirklich. Ich bin ja ein bisschen nüchterner als sie und frage mich halt nur so, was ist es denn? Mhm. Ja, aber du weißt ja nicht, vielleicht ist es ja... Also vielleicht sie hat ja auch andere Anforderungen, weißt du. Ja, voll. Deswegen. Voll, ja, ja. Ja, deswegen würde ich gerne in den Austausch gehen. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass da Gefühle sind. Die redet auch so ein bisschen wie diese... Carina? Carina. Also ich würde sagen, dass da ein bisschen Gefühle sind. Dieses Gedämpfte so ein bisschen. Das ist voll heftig. Jeder hat einen Zwilling. Ich weiß, was du meinst. Ein bisschen. Ein Zwilling ist jetzt übertrieben. Doch, es ist Twin Flame. Seelenverwandte. Findest du? Die haben einen Seelenvertrag. Das ist ein Scherz. So ein Typ wie er war ich früher auch. Also vielleicht jetzt nicht so groß und so muskulös. Mein Segen habt ihr. Ja. So wie es geschnitten ist, was glaubst du? Was würdest du sagen? So wie er ist, so ein Typ war ich früher auch. Ja, ja. Ja, das glaube ich ihm sofort. Ja. Definitiv. Ich glaube, dass die ganz gut auf einer Wellenlänge sind. Ich glaube, da ist ein ganz guter Match. Ja, so wie es geschnitten ist, sieht man jetzt nur nicht, dass irgendwie der Dennis dem Vater irgendwas gefragt hätte. Ja. Der hat immer so abgeladen. Der Vater war immer so, komm, trink mal jetzt einen Schluck, damit du nicht mehr so viel laberst. Ja. Ich gucke auf sowas. Also ja, ich ja, habe jetzt, aber da war keine Neugierde jetzt, die reingeschnitten wurde ja, von ja. Dennis dem Vater gegenüber. Wissen wir ja nicht, ob das jetzt ist oder nicht. Aber es ist ja auch echt so ein bisschen, also du kennst ja die Situation. Das ist ja wie so ein Interviewpart, wo er sich quasi dem Papa verkaufen muss. Ist ja immer so. Du triffst die Eltern, dann musst du immer von dir erzählen. Mhm. Also du stellst dann vielleicht aus Höflichkeit ein, zwei Rückfragen, aber du weißt ganz genau, okay, ich muss mich jetzt gerade präsentieren und gut verkaufen. Mhm. So. Ich stelle trotzdem auch Fragen. Ja, ist doch gut so. Jeder Mensch möchte was gefragt werden. Ja? Ja, dieses, ich rate dir jetzt einmal runter, was ich alles bin und was ich kann und bla, in so einer gespielten Atmosphäre, so Self-Marketing-mäßig, das hasse ich. Ja. Ich würde auch die Eltern was fragen. Ja, das ist selbstverständlich. Wen habe ich denn zuletzt getroffen? Ich finde es auch immer richtig schwierig, wenn dich jemand was fragt und du holst aus und erzählst voll viel. Und dann frage ich immer nach 3-4 Sätzen, ich so, oh Gott, laber ich zu viel. Hatten wir das nicht gerade in der Küche? Ja, ja, ja. Stimmt, hast du mir, ja, so, stimmt. Weil ich sportlich ein bisschen ausgeholt habe. Ich hab's halt auch. Ja. Ja. Wenn du denkst so, boah, ich nehme gerade zu viel Raum ein, ja, aber ja. Du hast mich zwar gefragt, ja. Aber irgendwie erzähle ich gerade so viel. Ja. Und du hörst dann zu, ja. Ja, aber mittlerweile liebe ich das auch, Leute Sachen zu fragen. Mhm. Früher nicht. Früher war ich so ein Typ, der immer nur geredet hat, auch in Dates. Digga, krass. 2 Stunden lang. Ja, und dann fahre ich meinen Geburtstag in Barcelona und dann mache ich das. Und gestern habe ich mir die Arschhaare gezupft und so. Und die sind richtig gut geworden und bla. Und der andere so, nie wieder gemeldet. Ja, komisch. Ganz komisch. Mhm. Und es würde mich echt wundern, wenn er sich gegen dich entscheidet. Das ist beliebig oft wiederholbar, dieses Gefühl. Also, ja. Aber man würde normalerweise so denken. Ja, ne? Ja. Weil auch den, super, ja. Genau. Normalerweise würde man denken, okay, die haben eine besondere Verbindung, weil auch wir ihr so zu, ach, so, ne? Ja, safe, du bist es und so. Aber Tonja, Kann der genau gleich aussehen. Das wird bei, ja genau. Ja. Genau gleich, einfach. Das, was wir gesprochen haben und die ganzen Emotionen während des Gesprächs waren viel, viel wichtiger, als dass da jetzt am Ende noch ein Kuss fällt. Ganz neue Töne. Mhm. Ganz neue Töne. Aber Leute, ihr wisst schon, ne? Tröpfcheninfektion. Also
Ja. Da, also das reicht auch schon. Also ob man ja, sich aber trotzdem ist das Risiko ja höher, wenn du... Echt? Ja. Ach komm. Doch, natürlich. Ach. Na klar. Haben wir Virologen unter euch, könnt ihr bitte einmal sagen. Oder die, die mit Bakterien arbeiten. Weil wenn ich so die ganze Zeit mit dir rede, also so kurz davor bin, dann ist auch schon Drops ja, gelutscht. ist auch schon kannst schlecht. Kannst du den gleich reinstecken. Ja, also, ich glaube, dann ist das Risiko schon höher. Ich glaube schon höher. Ist es nicht so? Letztens hat einer geschrieben, Saniel ist gegen Dennis und er kann alles machen, alles wäre falsch. Finde ich nicht. Weil das geht jetzt gar nicht gegen Dennis, das ist ein Scherz gegen beide. Ja, also Dennis ist noch nicht auf Alex Petrovic Niveau bei dir, ja. Aber kommt schon irgendwann. So wie Kim bei dir und Larissa bei dir. Nein. Das stimmt nicht. Ich habe immer gesagt, ey, im Real Life würde ich, glaube ich, mit allen auch klarkommen und da könnte sich da nochmal alles ändern und so weiter und so fort. Und solche Freundschaften entstehen. Nein, ich habe tatsächlich ich habe was Gutes über Dennis zu sagen. Du hast auch schon mehrfach was Gutes über Dennis gesagt. Ich weiß das auch, also. Aber heute habe ich nochmal was Gutes zusätzlich, on top, Bonus. Ja? Mhm. Yeah. Ne? Zu den beiden Rabattcodes kommt jetzt noch ein Bonus, Bonbönchen für euch. Ich habe ja gestern mit einer Freundin geredet, habe ich gesagt, ne? Mhm. Und sie hat festgestellt, dass ich Sebastian ziemlich idealisiere. Das wird heute auch aufhören. Ist so. Werde ich auch noch sagen, warum. Aber geht so. Du hast am Anfang auch so ein bisschen gesagt, oh, das ist mir zu smooth, das Ganze. Ja. Es gibt mir komische Vibes. Ey, du hörst mir zu. Ja, natürlich. Geil. Auf jeden Fall, was wirklich, wirklich positiv ist an Dennis. Meine Einschätzung ist jetzt aus der Ferne, meine bescheidene, dass beide quasi viele Red Flag Anteile haben. Aber was das Tolle an Dennis ist, ist, dass er das offensichtlich macht. Das bedeutet, wenn du dich mit ihm triffst, weißt du, woran du bist. Ja. Er sagt denen das alles ins Gesicht. Er sagt auch, ich möchte mich endlich einmal verlieben. So, dass das klappt. Du weißt genau, was für Schwierigkeiten er hat. Dennis ist kein Wolf im Schafspelz. Nein, genau. Dennis ist ein Wolf im Wolfspelz. Genau. Wenn und wir das, viel Pelze haben. Das ist toll. Ja. Weil auch die, die wir als toxisch oder whatsoever betiteln, die wollen ja auch das passende Gegenstück finden. Ja. Und wenn es die Frage der Kompatibilität ist, hey, dann gibt es doch nichts Besseres, als wenn eine Red Flag quasi, wenn man ihn so nennt, sich als solche präsentiert. Ja. Ist doch super. Richtig. Also, deswegen, Dennis, Bro, du machst es so gut. Nein, wirklich. Echt? Also jetzt mal, echt jetzt? Es ist ja auch, es ist, die ganzen Sachen, die er macht, sind ja auch jetzt nicht in Stein gemeißelte Red Flags, sondern sind halt für dich vielleicht Red Flags. So, genau. Weil für andere ist es halt eben nicht so. Für andere ist es in Ordnung, so wie es ist. Und wir finden das gut oder suchen genau das. Und er gibt dir genau das, was er ist. Zeigt er dir. Und das ist super. Den Eindruck haben wir zumindest. Und das ist wirklich das Beste, was einem passieren kann. Ja. Das ist das Beste, was einem passieren kann. Das ist so gut. Ja. Du machst das, ja, das war wichtig. Dennis, bester Mann. Echt jetzt? Na du. Aha. Wie geht's dir? Gut und dir? Ja. Na du, sagt er immer. Das hat er in den letzten Folgen auch schon gemacht, als sie zur Entscheidung kam. Zu allen oder nur zu ihr? Nee, auch zu den anderen, glaube ich. Sarah meinte auch, wenn ich ankommen würde und wir sagen, na du, würde ich direkt wieder umdrehen. Kann das auch ein bisschen verstehen. Dieses na kann du auch einfach, also wirklich, dieses Wort na kann echt verschwinden aus dem Sprachgebrauch. Was ist das? Na. Was ist das? Ich habe mir noch nie so darüber Gedanken gemacht. Ja, was soll dieses Na? Na, du? Also es bedeutet ja nichts. Oh mein Gott, ich sag das auch immer. Ja? Ich bin immer Na-Maus. Ich sag das mit Sicherheit auch. Ich sag das immer. Aber ich frag mich, warum wir das machen. Na-Maus? Na? Ja, um so reinzuhorchen. Na? Und? Aber was ist die Antwort darauf? Es ist ja wie so eine Frage gestellt, na? Und da ist die Antwort darauf immer ein Na? Oder nicht? Naja, aber hallo doch auch. Hallo? Hallo? Ja, aber das ist ja eine Begrüßung. Ist auch eine Begrüßung. Ist es so? Ja, scheinbar. Also so das wäre eine gute Erklärung dafür, Willi. Ich habe mir gerade darüber gedacht. Ja, ich glaube, was ist nah eigentlich für ein Wort? Nah ist, glaube ich, mittlerweile eine Begrüßung. Ja, so wie na, du? Servus. Na, Schatz? Ja. Und dann so, und? Wie geht's? Na? Es ist so ein Reinfinden in eine Konversation. Ja, es ist so ein empathischer, ich finde es gar nicht so verkehrt. Es ja? ist so ein na, und? Wie ist heute? Komisch. Und so, ja, scheiße. Ja. Und dann. Witzig. Wichtig, dass ich mich jetzt nochmal komplett auf Eva einfach fokussiere.
Könnt ihr mit den zweiten Stuhl holen? Was ist das denn? Oh Gott, die versuchen beide. Ey, hast du beim Big Brother Einzug gesehen, dass dieses Stuhl-Ding, kennst du das, wenn ein Platz zu wenig da ist? Ja. Reise nach Jerusalem. Das spielen die gerade, ja? Das spielen die. Na, ich habe was vorbereitet. Na? Ich hatte das Gefühl, dass ich in dem Finale stehe und sie die Bachelorette ist. So, und jetzt einmal ganz kurz nochmal die Einschätzung, warum er im Wolfspelz ist. Guck dir mal bitte an, wer im Finale ist. Ja. Kim? Hast du gesehen? Oder im Halbfinale? Halbfinale. Hast du gesehen, wie sie... Also warum kommt so eine Frau so weit? Hast du einmal gesehen, wie sie mit ihm umgeht? Larissa? Ey, was fragst du mich? Ich hätte einen Satz mit Kim gewechselt und hätte gesagt, alles klar, viel Spaß. Also wirklich, ich hätte die nicht mal mitgenommen nach Südafrika. Ich finde... Sebastian wirkt, ich stelle mir vor, ich würde den daten. Mhm. Na, ich würde jetzt sagen, mit meinen Prägungen Green Flag. Wow, er hört mir zu, er ist emotional verfügbar, bla. Aber wenn man sieht, auf was für Frauen und so ne, er anspringt, das ist doch total kaputt. Also sorry, eine Larissa und eine Kim so weit kommen zu lassen, ist schon standing, also Aussage für sich. Das ist heftig. Ja. Da kann ja nicht so viel gesundes oder sicheres Bindungsgefühl dahinter stecken. Ja, aber Geschmäcker sind halt auch verschieden. Vielleicht nee, nichts mit Geschmäcker. Findet ihr das ja auch toll? Nee, das ist nicht Geschmäcker. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube schon, dass du meinst, dass aufgrund seiner Prägungen aus der Vergangenheit er sich Frauen aussucht, die ihn wirklich so ein kleines bisschen klein halten. Und er da irgendwie drauf abfährt, ne? Ja. So ein bisschen. Ja. Mhm. Und es ist dann schwierig. Das heißt... Aber er kann doch heute alles gut machen. Ja, weiß ich halt nicht. Ich habe auch... Oh Mann, nee. Ich will nicht drüber nachdenken. Jetzt fängt der spannende Teil an. Aber ich finde, also ich habe da ein bisschen... Ich weiß genau, was du meinst. Idealisiere ihn jetzt weniger, weil das ist... Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist ja trotzdem von seiner... Persönlichkeit her, wie er dir gegenüber ist, trotzdem ist ja noch alles cool. Weiß ich mein. Ja. Das schon. Ja. Was er sich selbst antut, ist halt das Problem. Ja. Ich will ja jemanden, der quasi so ist wie du, was so die Wesenszüge angeht. Ne? Kann man das so sagen? Ne? Ich stehe nicht auf dich oder so. Ne? Wir sind befreundet, Sarah, bla. Das soll jetzt nicht falsch rüberkommen. Aber ich will jemanden, der auf Gesundes steht oder der auf Sicheres steht, der auf Nähe steht, der das mag, wenn er gut behandelt wird. Wer weiß, was einem gut tut. Und ich will, dass sich das potenziert. Ich weiß, was du sagst. Was ist mein, so hochschaukelt. Mhm. Weil ich mittlerweile gewisse Schalter umgelegt habe. Und wenn er mir begegnen würde, ich meine, er kann sich ja mit mir auch quasi weiterentwickeln und an seinen Glaubenssätzen arbeiten. Aber wenn er mir begegnen würde, würde ich denken, oh krass, er bringt das alles mit. Aber eigentlich turnt ihn was Kaputtes eher an. Mhm. Und das würdest du dann nach und nach rausbekommen. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob er gewisse Sachen dann anzetteln würde, damit es in die kaputte Richtung geht, wenn es zu gut läuft. Mhm. You don't know, weißt du? Das ist so, das hätte ich nicht geahnt bei ihm. Okay. Und das wird aber klar mit der Wahl der Frauen. Richtig, ja. Aber ist ja auch ein Prozess. Du wirst ja auch dazulernen mit der Zeit. So, dementsprechend. Im Prinzip... Du sagst ja selber, du bist auch auf kaputte Leute reingefallen in der Vergangenheit. Ich stand richtig drauf. Ja, siehst du, und du warst ja quasi in genau derselben Position wie er dann. Ja, jetzt. voll. Deswegen. Du siehst aber auch, wie du dich entwickelt hast. Ja, jeder kann sich entwickeln. Ja. Ne? Das ist gar nicht so. Aber wir nehmen ja nur die jetzige Situation auf. Ja. Und gerade bin ich echt so überrascht. Also es nahm nochmal einen U-Turn, desto klarer wurde, was weiterkommt bei ihm oder wer. Mhm. Ja, also du würdest eigentlich gerne jemand haben wollen, der so auf derselben Reflexionsebene ist wie du quasi. Ja. Der weiß, okay, ich weiß, was mir gut tut, ich weiß, was anderen gut tut, wie ich anderen Leuten gegenüber... Ja. Und ich möchte einen Typen haben, der in einer Situation wie mit Kim sagen würde, ey, das ist jetzt hier leider beendet, das Date, weil so lasse ich nicht mit mir umgehen, das ist überhaupt nicht schön. Ne? Oder ihr zumindest einmal die Möglichkeit gibt, das zu reflektieren, dass man so sagt, ey, guck mal, das fühlt sich gerade für mich hier gerade richtig unangenehm an, ich höre so vielen Frauen zu, ich kann mir nicht alles merken, aber du gibst mir gerade ein scheiß Gefühl. Mhm. Und der dann nicht dann noch die zur Belohnung küsst und dann noch heiß auf Sex mit der ist, weißt du, und bei einer Larissa, die sagt, boah, ich weiß nicht, ob ich das mit dir weiter möchte, dass der sagt, ey, danke für deine offenen Worte, das verletzt mich voll, weil ich mag dich voll, aber ich lasse dich jetzt gehen. Mhm. Weißt du, dass einer da nicht heiß drauf ist, wenn er abgelehnt wird und scheiße behandelt wird, darum geht's. Mhm. Hi, grüß dich, Lana. Sebastian, hi. Hallo, Papi.
Oh nein, guck dir mal den süßen Werner an. Jetzt stell dir vor, wie er sein rotes Armband abmacht und in die Urne reinlegt. Oh Mann, Werner, ey. Warum ist die Familie so? Ich will alle den Arm nehmen aus der Familie. Das sind so süße Wesen. Mann, die sind alle richtig knuffig, Mann. Ja, erzähl mal, wie war's? Okay, dein Highlight. Waren die Dream Dates? Aber auf die Frage, was das Highlight war, wäre die Antwort gewesen, das sitzt neben mir. Das hören Männer gerne. Oh, ich stelle mir das gerade wirklich vor bei dem Werner, ne? Ja, sollen wir vielleicht mal wieder den Jungs mal ein kurzes Gespräch führen? Machen wir. Stell dir mal vor, du würdest dem Werner den Dennis vorsetzen. Ui. Ja, weiß ich nicht. Das wird gar nicht passen, ey. Das wird so schlimm. Ja, dieser ruhige Süße und dann dieser laute Lebensfrohe. Ja. Ja, nee, aber hier ist es, also ich glaube, Werner und Sebastian könnten sich gut ergänzen. Sie sucht jemanden, der auch rausgeben kann, weil sie kann auch mal ordentlich austeilen. Oh, und deswegen könnte sie gewinnen, weil Sebastian ist so auch da aufsteht. Ah, jetzt aber. Auch was, das kann sie auch. Geil. Erzähl mir mehr, Papi. Hast du gesehen, er trägt so gemacht. Also, wow, wirklich geil. Das steht da drauf, ja. Kommt sehr sympathisch rüber. Ist jemand, mit dem ich, glaube ich, befreundet sein könnte. Süß, Mann, Werner, ey. Ich muss sagen, die drei zusammen sind einfach eine wahnsinnig herzliche Familie. Wenn man da Bestandteil ist, dann kann einem, glaube ich, nichts Böses passieren. Und das kann er von seiner nicht behaupten. Oh Mann. Also. Oh mein Gott, schau mal, wo seine Mutter mit Werner am Tisch. Wird auch seinen Schmerz so richtig runtergespielt wahrscheinlich. So. Bringt jetzt auch Päckchen mit deiner Tochter. Ja, normal. Haben wir alle. Also. Siehst du, eher so pragmatisch, ne? So, ja. Ist okay. Aber Tattoos hast du nicht, ne? Okay, gut. Ja, dann ist alles gut. Alles in Ordnung. Die Mutter ist so eine taffe Braut, ne? Schon so ein bisschen. Also wirkt zumindest so, ja. Ja. Die Mutter, ey. Die Mutter und der Schauspieler. Na? 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 Selber na? 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 Oh Mann. Ich glaube schon, dass ich eine Entscheidung zu nahezu 100% für mich getroffen habe. Hey, du musst nicht darauf hören, darauf hören. Aber das wäre eine Entscheidung gegen dich. Eigentlich müsste er hier nachentscheiden. Und also meinst du, ich war gerade wieder hierbei zu entscheiden. Besser. Nee, Schatz. Aber weißt du ja nicht, dass er das zu ihr gesagt hat. Boah, glaubst du, die würde auch da sitzen, wenn sie wissen würde, was er zu Lausa gesagt hat? Ja, weiß ich nicht. Aber vielleicht weiß ich nicht. Aber meinst du denn, dass sie, sagen wir, sie wird, ne, sie kriegt den Titel, dass sie sich jemals so wegdenken kann, dass sie eigentlich nur die zweite Wahl ist? Hä? Sie ist ja die zweite Wahl. Komm. Nein. Er ist verliebt in Larissa. Wenn er sie nimmt, dann ist sie ja nicht die zweite Wahl. Naja, weil ich glaube, er nimmt dann Larissa nicht, weil er bei Larissa davon ausgeht, dass sie halt nicht so Bock hat. Ja und? Aber dann hat er sich ja trotzdem entschieden. Ja, notgedrungenermaßen. Das ist ja nicht notgedrungen. Das ist ja eine freie... Hä, ich date jetzt dich und ich date Peter. Und ich bin verliebt in Peter. So, und sagt das dem Peter, in der Hoffnung, dass Peter sagt, jo, wir sind jetzt zusammen oder was weiß ich. Und dann sagt aber Peter so, oh nee, ich kann das gar nicht erwidern, das ist Lovebombing und so, Hilfe. Und ist so, okay, Peter, dann nehme ich halt dich. Hey, ist schon... Ja, aber ich weiß nicht, also davon zweiter Wahl zu sprechen, weiß ich jetzt nicht. Weil dann würde ich halt, dann könntest du auch sagen, dass jeder Freund, der nach deinem ersten Freund kommt, nur die zweite, dritte, vierte, fünfte Wahl ist. Ja, weil aber du das ist ja vorher zeitlich verzögert. Ja, und? Und hier ist es ja in der gleichen Show, zum gleichen Zeitpunkt. Er hätte sich ja auch in Eva verlieben können. Ja, aber dieses zweite Wahlgedöns. Was sagt ihr? Würdet ihr euch an Evas Stelle wie eine zweite Wahl fühlen? Ohne Manipulation. Ich will einfach nur offen wissen, wie die Leute das sehen. Genau. Angenommen, Eva kriegt die letzte Rose. Ja. Sollte sie sich dann wie die zweite Wahl fühlen? Genau. Also ich finde, da ist absolut keine Grundlage dafür. Ja. Oh, voll spannend. Ja. Ja, was sagt ihr? Ich gehe natürlich nach dem Herzen. Ich soll doch nach dem Herzen gehen, also gehe ich auch nach dem Herzen. Und dann soll sie sich bitte nicht beschweren. Du hast sie selber in die Scheiße gehört. Ich freue mich richtig auf die Katja, habe sie sehr vermisst. Kann man ein bisschen kuscheln und knutschen. Glaube ich offensichtlich, dass da schon mehr als nur Schmetterlinge im Bauch sind. Also die sind in derselben Location, einfach in der Hotellobby wahrscheinlich, die beiden Dates. Das wurde irgendwie auf schnelle Welle an einem Tag abgedreht, ne? Er hat doch das Gleiche an. Es ist, Moritz ist ein bisschen zu teuer, glaube ich. Deswegen haben sie sich gedacht, komm, wir machen gar keine richtigen Dates mehr. Ihr trefft euch einfach kurz in der Hotellobby. Und wenn die eine weg ist, kommt die nächste. Dann haben wir das Ding hier auch kurz schon abgerappt. Krass irgendwie, ne? Komisch, oder? Low Budget. Vielleicht war aber Thailand und so zu teuer.
Thailand? Wo waren die? Mauritius. Ja, oh ja. Also Mauritius, ja, vielleicht war Budget leer. Ja, aber weil sie meinte, das ist das letzte Date heute und ich dachte, okay, was machen die denn wohl? Ja, anscheinend nix. Ist schon krass. Passt jetzt nicht so zum Rest der Staffel. Also es hätte gut reingepasst in die Deutschland-Staffel, weißt du noch? So. Boah, das war so traurig im Nachhinein hier. Also weiß ich nicht, das ist schon traurig. Es geht ja um die Liebe. Hallo? Hä? Ist doch egal, wo du dich kennenlernst. Überleg mal. Boah, krass, ich bin der Bachelor, heftig, geil. Ich fand's nicht schlimm. Ja, übrigens, wir gehen nach Berlin. Da kann ich, Diggi, ich kann da in 2 Stunden mit Zug hinfahren. Was soll das? Ja, was soll das? Hast du mal an den CO2-Ausstoß gedacht? Ja, wenn ich in Mauritius, nackt auf dem Pferd in die ins Pferde Meer reiten wir eh nicht mehr. Kann. Pferde reiten wir eh nicht mehr, das sind richtig. Fluchttiere. Ja, wie ich gesagt habe. So, ich wollte es wissen. Trotzdem hätte ich mich darüber gefreut, wäre ich der Bachelor und ich wäre nach Mauritius geflogen. Oder nach Bora Bora. Kannst du ja auch. Oder nach, keine Aber Ahnung, weder Kolumbien. Bist du der Bachelor, noch fliegst du irgendwo hin. Ich, auf die Schnauze vielleicht, ja. Ja. Das war's. So, wir gucken jetzt weiter das Traumdate an, ja? So deine Gedanken gerade. Also ich glaube, wenn sie dir jetzt wirklich transparent mitteilen würde, ich glaube, sie würde mal ein bisschen jetzt gerne einmal einen lutschen oder so. Sie ist ja auch so horny. Die sind ja alle so horny auf ihn. Weißt du, was für einen Eindruck Katja jetzt über die ganze Zeit so bei mir hinterlässt? Wie so ein Teenager. So ein verliebter Teenager, so ein bisschen. Immer ein bisschen so giggelig, weißt du, immer so am Kichern und ein bisschen knutschen und so, weißt du, so richtig Teenager-mäßig. Ja, aber das Ding ist, ich glaube, Dennis findet es richtig dich geil. Ja, er hat einen Fetisch wahrscheinlich, auch so Schoolgirls. Aber sie wusste ja auch, was sie quasi zurückhalten muss. Deswegen war sie auch am Anfang so kontrolliert. Weil sie, glaube ich, sich selbst auch kennt. Mhm. Ne, dass die dann so... Weißt du, so... Naja, war es ja auch irgendwie schön, oder? Das ist das pure Leben. Ja, also ja, natürlich ist es jetzt nicht unangenehm oder so. Also ich fand es fast schon gut, diese eine Szene von ihr zu sehen, wo sie zu Rebecca gegangen ist und gemeint hat, oh, ich bin heute so emotional, ich muss glaube ein bisschen weinen und so. Hat ein bisschen Reife gegeben. Genau, Reife. Es hat so ein bisschen, hat sie einfach so ein bisschen Reife gegeben. Und ansonsten ist alles immer so verspielt und kindlich, was ja nicht, per se nichts Schlechtes ist. Ich bin Olga und ich bin Victoria. Aber die beiden sind Schwestern. Die sind einfach, glaube ich, ähnlich. Ich finde, die könnten alle 3 Schwestern sein, weil die einfach, glaube ich, ähnlich geschminkt sind. Es ist wirklich ein ähnliches Herangehen. Kann sein, ja. Wir wissen sofort. Hallo, verratet mich doch nicht. Das ist nicht nötig. Ich glaube, das hat er schon mitbekommen. Das weiß er. Verratet mich doch jetzt nicht so. Er soll nicht merken, dass ich ihn gut finde. Und dass du für ihn irgendwie so voll besonders bist. Hätte sich auch bei Rebecca dazu sitzen können. Hast du das Gleiche gesagt? Ja, aber das weiß man halt nicht, ne? Wie der mit anderen ist. Wenn deine Freunde dich in die falsche Richtung manipulieren, ne? Ist halt einfach so. Doch, du bist... Ja, mach dir keine Sorgen. Das kann er nicht noch für eine andere haben. Niemals. Dennis hört man von 100 Meter Entfernung, ja. Aber ich glaube, die hatten Spaß. Waren sie eifersüchtig oder was? Quatsch. Sie war so, hey, Olga, ist meiner. Ich muss den schon mit 20 teilen. Richtig. Du und ich auch noch. Und die andere so, hey, wir sind doch beim Bachelor, ich darf doch auch mich hier qualifizieren, oder? Richtig. Ey, wenn die nicht gewählt wird, ne? Die ist ja richtig hyper neben die ihm, drin, ne? Ja. Wenn die nicht gewählt wird, die wird richtig auf die Fresse fliegen. Das wird dramatisch. Oder und er hat richtiges Problem, die kommen zu dritt. Oder stell dir mal vor, so, sie macht so Lissi-Move. Ach, eigentlich geht's mir richtig gut. Ja, alles klar, super. Mach's gut, hau rein, ciao. Mann, Lissi war echt die coolste, gell? Immer so geil. Die so, ach so, nicht? Ja, dann yo, YOLO. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Das war richtig. Oh ne, die sind einfach so am Idealisieren. Das ist so toxisch. Untereinander. Ja, das ist das Richtige. Das man ist das wünscht es. Aber man wünscht es ja auch für seine Freundin so, weißt du? Ja, ich weiß, na klar. Aber das ist einfach, die sind alle viel zu hibbelig. Guck doch mal, die sind alle richtig so. Ich glaube, das ist allein schon die Situation, dass da überall diese Kameras sind. So, ja, cool. Nein, sorry. Er gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Also jetzt gerade dein Bauchgefühl, wen nimmt er? Rebecca. Ja, meins auch. Ich hab noch, letzte oder vorletzte Woche habe ich noch gesagt, ja, so eine Rebecca gewinnt sowas nicht. Warum auch immer. Vor allem gewinnt. Voll dumm. Ich meine, so eine Rebecca kriegt nicht die letzte Rose. Warum auch immer, ich hatte da so das Gefühl. Aber jetzt gerade... Ich glaube auch Rebecca. Ich habe die ganze Zeit gedacht.
Ja? Ja, weil die ist zu hype. Die ist so ein bisschen so... Ja. Ich wäre mir, glaube ich, also das wäre mir, ich mag emotionale Nähe, habe ich ja gerade gesagt, aber wenn der andere so, es gibt, so was, es gibt was zwischen süßer Aufgeregtheit und es gibt was, und dann gibt es Wahn. Sind die fast am Hyperventilieren ist, wenn sie die sieht. So. Sie hat so einen Dennis-Wahn. Ja. Ja, also ganz so schlimm nehme ich es nicht wahr wie du, aber ich weiß, was du meinst, so dieses aufgedrehte einfach, so ein, ja, ganz kurz davor, ein bisschen drüber zu sein, was das Ganze angeht, einfach. Ich finde aber, ich weiß nicht warum, aber der Vibe jetzt hier bei diesem letzten Treffen, ich nenne es nicht Date, weil es ist ja offensichtlich kein Date. Es ist ein schönes Date. Ja. War jetzt bei Rebecca auf einem anderen Level. Obwohl wir von Dennis ja wissen, es muss eigentlich immer rumgeknutscht werden, und bei Rebecca war das jetzt nicht der Fall. Ja. Aber ich tendiere auf jeden Fall zu Rebecca. Ich habe irgendwie das Gefühl. Ja, ich glaube auch. Ich habe das Gefühl, er hat das jetzt hier nochmal mitgenommen, weil natürlich jeder von uns liebt Bestätigung und so, ne? Aber ich glaube, er wird doch eher die andere nehmen. Vor allem, der Vater war da richtig cool. Ja. Das könnte ihm taugen. Ja. Das Mädel ist gut. Das Mädel. Und hier, ob ihm so Olga, Victoria und so auch. Zu geheuer sind. Ja, ich wollte sagen, geheuer, ja, ja. Klärungsbedarf besteht nicht. Allerdings möchte ich für mich selber herausfinden, wie ist das jetzt? Klärungsbedarf besteht nicht, aber ich will herausfinden, wie ist es jetzt? Das ist auch ein Widerspruch, oder nicht? Da muss ja offensichtlich was geklärt werden, wenn du herausfinden willst, wie es ist. Ganz komisch. Aber gut. Jetzt sind wir wieder, Leute, wir verlassen The Bachelors. Wir sind wieder bei der Bachelorette. Ja. Weil er ist so, oh Gott, ich bin aufgeregt und so. Also es ist so richtig, ich weiß nicht, was mich erwartet. Ja. Also es ist wirklich, er katapultiert sich mit ihr in eine andere Rolle. Und zwar gibt er jegliche Kontrolle ab. Ich möchte das nicht sehen, glaube ich. Also es gibt ja Klienten für bestimmte Etablissements, ja, die so schmerzhafte Sachen über sich ergehen lassen. Ne? Das ist so. Richtig. Das ist die Kategorie. Kann sein, ja. Oder? So ein bisschen, ja. Irgendwie. Dass er halt gerne so ein bisschen dominiert wird. Ja. Meinst du, ne? So, he likes the pain, ne? Ein bisschen, ja. Bisschen mag er den Pain. So, ja, ja, ich kann das aber auch schon so ein bisschen verstehen. Ist ja eigentlich ganz cool. Also ist wirklich ganz cool. Pain. Kann schon geil sein, auch mal in einer devoteren Position zu sein, ein bisschen dominiert zu werden in bestimmten Situationen. Mhm. Aber ich finde niemals emotional. Aha. Mhm. Sehr gut. So. Weißt du, ich meine? Ja. Also, wenn du das feierst und so, ja. Dann ist ja auch cool. Warum nicht? Ist ja egal, ist ja dein Ding. Masse. Mach doch. Alles, was dich glücklich macht, wunderbar. Ja. Aber nicht emotional. Weil das macht dich kaputt. Okay. Weißt du, ich meine? Ganz kurz, ich will nicht so ausschweifen, aber glaubst du, dass das so leicht, also so gut voneinander trennbar ist? Also glaubst du, dass zum Beispiel jemand, der sexuell drauf abgeht, zum Beispiel wirklich verletzt zu werden, dass der psychisch auf einem guten Zweig ist, sein kann? Kann das komplett voneinander losgelöst werden? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass du im normalen Leben völlig ganz normal funktionieren kannst und alles in Ordnung ist. Und dass die sexuellen Neigungen null Einfluss darauf haben. Mhm. Ich glaube schon, dass Leute, die wirklich komplett normal im Leben sind, ganz normalen Alltag führen, alles wirklich easy sind, dann haben sie, wenn es Licht ausgeht, den kranksten Scheiß abziehen. Warum nicht? Mhm. Warum nicht? Ich glaube das eher nicht. Ist es so? Glaubst du, alle, die so krasse Vorlieben haben, Fetische haben in alle möglichen Richtungen, dass die auch plemplem sind in Wirklichkeit oder was? Ich will nicht sagen plemplem, aber ich will nur sagen, ich würde eher sagen, dass die, also wenn es mich antörnt, das ist meine Meinung, ne? Mhm. Wenn es mich antörnt, dass mein Partner mich beispielsweise halb zur Bewusstlosigkeit wirkt oder mir mit bestimmten Sachen krass wehtut und das mein Kink ist, weil es mich zum Höhepunkt bringt, dann glaube ich, sind meine Glaubenssätze bzw. wie ich mich selber sehe und wertschätze, nicht ganz so geil. Ganz in der Tiefe, glaube ich. Aber das, ich weiß gar nicht, wie das ist. Sind hier Psychologen, Psychologinnen dabei? Würde mich voll interessieren. Das habe ich tatsächlich noch nie besprochen. Die sich doch spezialisiert haben auf sowas? Mit so Sextherapeuten oder so. Wenn hier einer dabei ist, ey Leute, schreibt auch gerne eine Mail an an Zaniel. Ich blende das mal ein, Zaniel@get-reach.de. Dann geht es nochmal sicherer, dass das
an mich gelangt, weil das würde mich super interessieren. Ich glaube wirklich, dass du das komplett abkapseln kannst. Aha, okay. Weil ich bin auch der Meinung, dass halt viele Dinge, die du wahrscheinlich halt im Bett ja. ganz, oder die dich halt toll finden ja. oder die halt irgendwie dich halt in eine Art Mut versetzen, ja, sag ich mal, oder ja, wie auch immer, wie man ja, das sagen soll, ja. dass die in einem ganz anderen Kontext, wenn du so drüber nachdenkst, nichts mit dir machen. Okay. So, weißt du, ich meine? Also du machst da ja Dinge, die würdest du im normalen Leben so ja, auch nicht machen. Angenommen, weil du da gerade das Thema hattest mit dem Würgen zum Beispiel. Du würdest ja nicht im Alltag, wenn jemand zu dir kommen würde und dich am Hals packen würde, direkt denken, oh geil. Dann würdest du auch denken, what the fuck? Weißt du, ich meine, was ist los mit dir? Ja. Ja. Aber auch dein Sexleben genau. ist das wahre Leben. Es ist ja, ja dein Leben. Ja, also, du ja, weißt, ja. was ich meine. Also alltäglichen Situationen oder Inhalt in einer sexuellen, ja. wenn du gerade in einer sexuellen Situation bist, ja, ja. ist was komplett anderes. Ja, ich, das will also, ich ja wissen. Ich mein? Das will ich ja wissen. Find ich schon. Ich glaube, Leute, die gerne im Bett angespuckt werden, werden nicht gerne auf der Straße angespuckt. Dann denken sich dann, oh geil. Ja, das kann weißt sein. Weißt du, ich meine? Ja, das kann sein, ja. Also, das ist halt schon miteinander. Und trotzdem würde mich interessieren, was es sagt über die Person und ihrer ne, Meinung zu sich selbst und so weiter, wenn sie beim Sex draufsteht, angerotzt zu werden. Hm. Das ist so, ne, das würde ich gerne wissen, das weiß ich halt einfach nicht. Ja. Vielleicht ist das ja wirklich, ne, das wäre voll spannend. Ich habe ihr dann tatsächlich sogar auch gesagt, dass ich mich in sie verliebt habe. Du bist eine Knalltüte. Dann kam nicht die gleiche Resonanz, wie ich sie vielleicht so ein Stück weit erhofft hatte. Dann sollst du die Finger davon lassen. Hör auf, Dennis! Ich dachte, am Ende geht hier noch Dennis als Green Flag raus. Ja, ist echt so. Ja? Ist ungelogen. Sebastian, hör auf Dennis. Er meinte gerade noch so, mehr, als Sebastian ihm das erzählt hat, dass er sich verliebt hat in die, dass er das ihr auch erzählt hat, dass er sich in sie verliebt hat. Also, du bist eine Knalltüte, ne? Ja. Das sind die Finger von der. Ja. Bester Mann. Voll gut. Dann eine Frage. Würdest, okay. würdest du die Entscheidung genauso treffen? Jetzt gerade würde ich sie genauso treffen. Das ist schön. Und er ist richtig zufrieden mit dieser Antwort. Er kriecht auch so ein bisschen. Ja. So, ne? Bitte eine Frage. Bitte, sag, dass es toll war. Oh, bitte. Alles kaputt. Und die sagt so, ja, jetzt gerade, ja, würde ich sagen, war ganz okay. Und er findet so, oh ja, super. Er wird zur Olgas Freundin, wie heißt die? Ja, Victoria. Die drin Katja. Ist. Er wird so Katja gerade. Ach so. Und sie ist so, Larissa ist richtig so über den Ding. So, also jetzt gerade würde ich sagen, ja. Super. Und Lusttropfen ist schon da. Oh Mann, ey. Krass. Ich habe Zweifel. Ich würde die so in die Wüste schicken. Niemals. Da ist ja nur, also, diese. Es tut mir wirklich leid, aber da ist ja 0,0 Begeisterung. Also was bei Katja vielleicht ein bisschen drüber ist, ist bei ihr komplett gar nicht vorhanden. Es ist so richtig so. Sie ist da wie beim Termin auf der Bank, Alter. Da ist ja null Euphorie am Start. Ihr sagt auf der Bank, ne? Im Süden? Weiß ich gar nicht. Du meinst auf der Bank, ne? Ja, bei der Bank. Ja, ja. Auf der Bank. Bei der Bank. Auf der Bank. Ja. Ich kenne das schon aus von Leuten aus Süddeutschland. Ja. Warte mal. Sie guckt ihn auch die ganze Zeit an. Achtet mal einfach so auf ihr Gesicht. Ja, da ist nichts. Bis hin zu... So ein bisschen so, du hast irgendwas ausgebrochen, irgendwie, also so, es ist so ein ablehnendes... Zurückhaltend einfach ist das. Ich finde es, und er findet das richtig geil. Das checke ich auch nicht. Boah. Aber diese Aussage so, würdest du die Entscheidung nochmal treffen, die so, ja, jetzt gerade im Moment schon. Und er war richtig happy mit dieser Antwort. Ja. Das war keine tolle Antwort. Hätte sie gesagt, ja, auf jeden Fall, ich immer, bin voll froh, dass immer ich uns die Chance gegeben ja, habe. Ja, ja. So, dann hätte ich das verstanden, aber sie sagt, ja, jetzt gerade schon. Nicht so euphorisch reagiert. Nee, er ist halt leider noch so ein bisschen destruktiv unterwegs. Ihn kannst du, er ist so der perfekte Kandidat für Breadcrumbling. So dieses Brotkrümel hinwerfen und er so, über den nächsten. Ja. So, das ist wirklich zufrieden geben mit dem Minimum. Ja. Hallo Mami. Da war die Freude natürlich groß. Aber wie ist alles ein bisschen verhalten, ne? Voll. Also, wer haben wir denn da? Mhm. Da war die Freude groß. Wo war die Freude groß? War, geht so, ehrlich gesagt. Die Freude war so, geht so. Also bei den anderen Leuten war die Freude groß. Ja. Die haben alle geheult und waren total aus dem Häuschen. Guck dir mal das Wiedersehen an von den anderen Familien, die da vorher schon am Start waren. Das sah alles ein bisschen anders aus. Die haben sich wirklich gefreut. Da freue ich mich ja mehr auf dich, wenn ich hier reinkomme. Ja, hoffentlich. Also. So. Aber als... Sebastians Mutter und sein Bruder kamen, war er ja auch so verhalten, weißt du, wie ich meine? Vielleicht ist es doch ein Match. Ja.
Ihr seht erholt aus. Aber mit meiner Tochter, das kann nicht nur Urlaub pur gewesen sein. Sie kennt ihre Tochter. Hm. Ich glaube, die Mutter und sie haben auch so ein bitchiges Verhältnis ein bisschen zueinander. Das wäre witzig. Kann ich mir voll vorstellen. Das wäre witzig, ja. Vielleicht. Ja, mal gucken. Meine ich bin Tochter. Richtig gespannt auf das Gespräch zwischen den beiden. Ja. Ja. Soll ich mir den Typen mal schnappen? Ja. Kann ihr mal jemand die Haare kämmen? Der Mutter? Nein, Larissa auch. Ich habe dann noch so ein paar Sachen erfahren von den anderen Dream Dates. Aber wie konnte sie denn, Sachen von anderen Dream Dates erfahren? Gute Frage. Sind sie nicht isoliert? Doch, eigentlich schon. Aber wer hat sich da nicht an die Verträge gehalten? Warum wird das mit ausgestrahlt? Das ist ja krass. Ganz komisch. Ja gut. Vor allem aber wie? Aber also spielt ihr natürlich in die Karten, ne? Weil wenn sie diesen großen Plan hat, dann, also was hat sie sich denn vorgestellt eigentlich? Ohne die Infos hätte sie sich vorgestellt, dass die anderen Dream Dates richtig beschissen sind und die nicht miteinander reden, weil er sich bereits für sie entschieden hat. Hat sie schon mal eine Staffel geguckt? Ja. Also die ist ja, nee, ich mag die ganze Energy nicht. Auch alles da. Zahl mal deine Freunde und alle und ich weiß, wer du bist. Ehrlich jetzt mal. Ja, also weiß ich nicht. Guck mal, also, nee. Aber das Ding ist, sie sagt halt, ja, ich habe andere Dinge von den Dreamdates erfahren, wenn er auf dem Dreamdate zu mir sagt, dass er sich in mich verliebt hat und dann aber das andere Dreamdate so und so war. Ja, weiß ich jetzt nicht, aber trotzdem, du darfst halt echt nicht vergessen, wo du da bist. Ehrlich. Das ist doch klar. Und wenn du Prinzipien hast, ne, inwieweit haben die sich denn bislang überhaupt gedeckt, dass so ein Typ ein Date ist, der 10 andere datet? Ja. Oder was sind diese Prinzipien? Also was labert sie? Oh Mann, Maus. Also das ist dann, wenn die Leute wieder so sich selber so viel... Ja, und wie sieht's jetzt aus? Bist du verliebt? Bist du in Larissa verliebt, muss ich ja fragen. Tatsächlich habe ich deiner Tochter das gesagt, ja. Das hat sie überfordert. Soll ich den Rat geben? Gerne. Bleib doch. Aber warte mal, das bringt mich persönlich tatsächlich ein bisschen von der Fährte ab, dass alles mit Kalkül ist. Weil also entweder die Mutter ist auch mit im Boot und die haben das vorher alles schon abgemacht, oder aber sie ist wirklich der Mensch mit vielen Verlustängsten, weil das klingt gerade richtig so für mich. Und eventuell ist sie sich aber auch aufgrund fehlender Medienpräsenz gar nicht so im Klaren, wie manche Aussagen von Zuschauern interpretiert werden. Mhm. Muss ich gerade so sagen, ist das gerade mein Feeling, weil die Mutter ist so, ah, okay, ich weiß, was du meinst. Mhm. Die weiß direkt, worum es geht. Ja, schon. Aber es ist, das war letztes Mal mit diesem Gespräch, wo sie wirklich ihre Taktik quasi da ausgepowert hat, war halt schon so, weiß nicht, war einfach so vielsagend. Also ich verstehe, was die Mutter sagt, ist ja klar. Und man kann es bei Larissa ja auch denken. Sie hat ja wirklich am Anfang auch diesen Satz gedroppt, von wegen so, ja, meine größte Angst war, dass ich hier wirklich jemanden treffe, den ich tatsächlich mag. Was ja so richtig ist. So, das passt aber dazu. Ja, genau, das passt ja dazu. Ja. Was ja so Banane ist, dass er dann überhaupt da ist. Aber dann diese Taktik letztes Mal war so, ey, okay, was ist das jetzt hier? Ja, aber oder bist du gerne in dieser Rolle eine Person, die anscheinend gerne so unsicher ist und so? Weißt du, wie ich meine? Es gibt ja Leute, die dann sagen, ja, ich bin eher so eine unsichere Maus. Weißt du, die das dann geil finden, so ein bisschen auch. Mhm. Genauso wie Leute, die sich so geil in dieser Rolle finden, von wegen so, ja, ich stehe immer nur auf Arschlöcher, komme immer nur an Scheißtypen und was weiß ich was und gehen dann voll in diese Rolle auf und haben diese Rolle angenommen und finden es dann voll geil, da drin zu sein, so ein bisschen. Und ich finde sowas übelst schäbig. Ich finde sowas komplett schäbig. Ja, weil... ist doch nicht cool. Nee, ist es auch nicht. Aber ich kann mich immer nicht entscheiden, suggeriert ja deinem Gegenüber, wenn ich das sagen würde, erstmal, da ist viel Interesse an meiner Person. Ne? Also Typen finden mich geil, ich wette mich durch diese Aussage auch bei dir auf. Aber ich sag so, ich habe die Qual der Wahl, ich kann mich immer gar nicht entscheiden. Mhm. Und dieses, ich stehe nur auf Arschlöcher, fand ich eine Zeit lang lustig, weil man so relaten kann und sagen kann, ey Girl, ich auch, oh Gott, du Arme. Aber heute denke ich mir auch so, guck mal, warum das so ist. Richtig. Weißt du, arbeite mal dran, weil das Leben kann schöner werden, wenn du das losgeworden bist. Mhm. Aber ich glaube, in einem bestimmten Alter oder in einem bestimmten Stadium, wenn man sich noch nicht so mit Psyche auseinandergesetzt hat, denkt man sich so, weil man so relaten kann, oh, ich schwöre, ich bin genau wie sie. Mhm. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen das naive Blicken darauf. Genau, das ist naiv. Ja. Das ist einfach naiv. Ja, ja, tschüss Sebastian, ich nehme dich mal in den Arm. Ja. Ja, mal bis bald. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Das hoffe ich. Guck, die Mutter ist auch so. Aber siehst du das? Ja. Das scheint sie von der Mutter zu haben. So ein bisschen, ne? Das hat mich sehr gefreut, dich zu sehen. Ja, das hoffe ich. Genauso wie, ich bin schon eine Favoritin, ne? Siehst du? Ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
So ist es. Ich glaube wirklich jetzt so nach diesem Treffen, die ist gar nicht so intrigant, wie wir glauben. Entweder sie ist intrigant oder sie ist ein bisschen selbstzerstörerisch, wenn man schon die Aussage trifft, ich habe Angst davor, jemanden zu treffen, den ich mag. Ja. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Blödsinn. Und sie reitet sich selber gern in eine Scheiße, obwohl die Situation eigentlich gut ist. Ich weiß, was du meinst. Sie dreht immer das Blatt so um, von wegen so, oh, mir passiert gerade was Gutes, wo ist der Haken? Genau. Das kann ja nicht sein. Oh, er macht mir ganz viele Komplimente. Er muss mich eigentlich scheiße finden. Ja. Was ist das? Ja. Weißt du, ich meine? Ja. Ja, aber sie denkt halt, sie verdient das nicht. Und wenn, das ist so, wie wenn du dich auch hässlich fühlst und keine Ahnung, und dann gegenüber sagt, du siehst voll gut aus, du kannst es nicht annehmen, weil du glaubst es nicht. Genau, und jetzt, also entweder sie ist intrigant oder sie ist das. Ich glaube. Was ist besser? Nichts davon ist gut. Also das, du hast die Wahl zwischen, keine Ahnung. Naja gut, intrigant finde ich ist kacke, weil du, um dir selber irgendwie einen Vorteil zu verschaffen, verletzt du andere. Ja. Und das andere, da kann sie uns ja leid tun, weil da steht sie sich selbst einfach im Weg. Ja, weißt aber du? Im Endeffekt für Sebastian, was hat er von dem einen, was hat er von dem anderen? Bei beiden nichts. Das ist das Ding. Und also egal, ob sie das eine oder das andere ist, ist die falsche Wahl. Punkt aus. Ja. Aber anhören tut es ihm trotzdem. Yeah. Wegen Mutti. Wegen Mutti. Mutti. Sandra ist für euch. Also ich glaube, dass der auf deine verschiedenen Charaktereigenschaften unheimlich gut eingehen kann. Es war nichts abgeschreckt. So, trotz deiner komischen, selbstzerstörerischen Art ist er trotzdem immer noch da. Die Sprache hat so eine Macht, ne? Wirklich. Das ist super, dass du da so genau hinhörst. Mhm. Der ist von nichts von dem, was du mitbringst. Und es ist wirklich schrecklich abgeschreckt. Und dann aber auch Jackpot für dich, ja, der Trottel. Und die, ja, genau. Und die Freundin ist so, die denkt, glaube ich, immer noch, dass Larissa Bachelorette ist. Du hast dir den richtigen ausgesucht. Alle das Konzept, Mandy, ganz komisch. Wie heißt sie? Mandy. Marie. Ja, sie wurde ausgesucht. Ja. Ja, gut. Ja. Aber es ist ja auch gut auf Augenhöhe, weil Bachelor, finde ich ja eh, ne, ist ja ein bisschen schwierig. So. Natürlich. Sie hat sich den natürlich auch ausgesucht. Sie hätte auch nach Hause gehen können. Ja. Weißt du, was sie aber nicht macht. Dass der Weg war, den du gehen musstest und dass du deinen Mann kennenlernst, dann ist doch alles super. Mutti ist zur Hauptsache, du hast jetzt mal bald einen. Ja. Oh, ich mag das nicht. Die Mutter kennt ihre Tochter so gut, ne? Ja, ja. Aber ich mag das nicht mit so, endlich hast du mal einen Mann gefunden. So als wäre dein Leben als Frau nur komplett, wenn du dann mal einen Mann gefunden hast. Ja. Ich finde das ganz übel. Also ist es schon auch so, ja, wie die Mutter, was die Mutter ihr auch für ein Gefühl gibt, ist es auch nicht das Geilste. Wie kann sie dann einem anderen ein gutes Gefühl geben? Also das ist so, hör mal hin. Ja, ein bisschen schwierig. Direkt auch als Intro, ja, es kann ja nicht nur gut gewesen sein mit meiner Tochter. Ja, Scherz und Ironie, ja, klar, ja. Aber... Das wird auch direkt denken, ja, danke Mama. Ich finde, deine Nächsten dürfen dich nicht roasten? Schlecht machen. Wir dürfen es. Aber Muttis, roastet eure Kinder wieder nicht. Ja. Das schadet denen. Deswegen versuche ich dann manchmal wirklich herauszufordern, ist da irgendetwas, wo ihr denken könntet, dass das für mich negativ sein könnte? Siehst du? Sie sucht es regelrecht. Sie sucht den Fehler. Bitte sagt mir, dass ich abhauen soll. Bitte sagt mir irgendwas Negatives. Ja. Ich brauche was Negatives. Ich will hier einen Grund haben, um mit gutem Gewissen wegrennen zu können. Ja, ja. Also wenn du, ohne es zu bereuen. Ist so, wenn du suchst und suchst und suchst und suchst und suchst, wirst du irgendwann mal was finden, was du als Anlass nehmen kannst, um abhauen zu können. Ja, aber du hast immer 80-20. Kennst du? Das sollte das Ziel sein. Mehr soll man gar nicht verlangen. 80-20. Ja. 80%, wenn das zusammenpasst, ist schon super. Es gibt immer irgendwas, was nicht passt. Du kannst nicht das Perfekte in jedem, weißt du? Nee. In jedem Bereich, muss auch nicht. Wenn es immer zu 100% nach deiner Schnauze laufen soll, dann musst du alleine bleiben. Ja. Weil dann ist es der Fall. Ja. Ja. Und 80 ist ja auch schon viel. Das ist übertrieben viel, ja. Die Messlatte ist so hoch. Ja. Was haben die beiden denn erzählt? Tatsächlich waren beide positiv von dir überrascht. Schön für mich auch, das von einer externen Person zu hören. Meine Tochter ist so, dass sie sowas dann mal abstößt, aber im Inneren meint sie das eigentlich gar nicht so. Also nach diesem Date wird es Larissa. Hundertprozentig. Ich möchte das nicht. Aber es ist wirklich so, ja, ich wurde jetzt darin bestätigt, sie will eigentlich wegrennen, aber ich mach's genau richtig, indem ich sie hier festhalte.
und ich muss sie immer festhalten, weil sie will immer wegrennen. Sie muss schon auch selber wissen, sie muss selber auf den Trichter kommen, was will ich. Und du musst ihr nicht immer sagen, ey, ich weiß das besser, was du eigentlich willst, bleib mal hier. Mhm. Sie muss schon auch selber da bleiben wollen. Mhm. Genau. Ist es nicht der Wahnsinn, wie ein völlig dir fremder Mensch, der irgendwann durch so eine TV-Show in dein Leben kommt, was der bereit ist, auf sich zu nehmen, um dich in seinem Leben zu halten, da nimmt er so eine Aufgabe auf sich, die so zu verstehen und das, was sie eigentlich denkt, zu sehen, anstatt das, was sie zeigt, das ist voll erschreckend, finde ich. Dass deine Mutter das macht oder dein Vater, das finde ich angebracht, so bedingungslose Liebe und so, ne? Aber dass so ein fremder Mensch, der da so reinkommt, in dem Alter bereit ist, das auf sich zu nehmen, finde ich heftig. Ist es auch. Also muss man eigentlich schon richtig dankbar dafür sein. Ja. Wie stehe ich denn zu ihm? Naja, er ist halt ein sehr interessanter junger Mann mit Humor und er gibt mir Sicherheit, er gibt mir ein gutes Gefühl. Ist es schon ein Knistern im Bauch da? Nee, überzeugt mich nicht. Also würde sie so von mir sprechen, würde ich sagen, okay, dann halt nicht. Also, hättest du meine Katja gefragt, wie stehst du zu Dennis? Sie hätte gesagt, also weiß ich mein, sie wäre klar, wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, so head over heels gewesen, aber das? Für mich ist sie eine 100, jetzt wird sie es immer mehr und mehr und mehr, eine 100% authentische Vermeiderin. Und ich kritisiere sie nicht. Ja, das ist Nein, ich finde das nicht schlimm, dass sie so ist. Ich hätte da kein Interesse dran und du auch nicht. Ne? Das ne, ist eine Sache. Aber das ist der Struggle eines Vermeiders. Ja, das war auch der Struggle von meinem Ex. Deswegen war ich ja so unglücklich. Ja, okay. Dem schnürte es alles ab, wenn ich zusammenziehen wollte, wenn ich zu viel Gefühle gezeigt habe. Wenn ich, weißt du, das ist deren Pain. Die haben einfach Angst, Leute in ihr Leben zu lassen, weil für die ist das Szenario, hey, wenn das in die Brüche geht, nicht, ich überlebe das schon. Die denken, die gehen daran zugrunde. Und aber deswegen, was ist denn die Lösung für Vermeider? Dann sich auch einen Vermeider suchen und sich gegenseitig dann nie zu nahe kommen und ständig zu sagen, ja. Ehrlicherweise wäre das, glaube ich, also eine Option, aber darauf stehen die gar nicht. Das Ding ist, also die perfekte Beziehung für Vermeider ist ja dann quasi eine unendlich lange Kennenlernphase. Nee, das perfekte Gegenstück für einen Vermeider ist ein sicher gebundener, also du. Ja? Ja, ich möchte aber keinen Vermeider haben, sorry. Ja, das ist ja das Ding. Aber idealerweise ist für den Vermeider der sicher gebundene das Richtige, weil der kann ihm so ein bisschen nehmen und so. Aber ich glaube, Sebastian ist nicht sicher gebunden. Ich glaube eher, dass... Ich weiß auch nicht, was Sebastian ist. Ist auch egal. Ich kann es gar nicht einstufen. Was meint ihr, was Sebastian ist? Ist eher der ängstlich klammern ein bisschen. Ängstlich klammern. Aber es ist ja mit Sicherheit, es ist ja auch eher so ein Spektrum, oder? Man hat so ein bisschen voll, auch Anteile voll. Von allem Möglichen. Aber das Komische an Sebastian ist, dass er ja wohl auch schnell das Interesse verliert. Er verliebt sich ja und entliebt sich auch schnell. Das irritiert mich gerade. Anscheinend, weiß man ja nicht. Hat er ja selber zugegeben. Aber trotzdem, so muss man jetzt mit ihr Mitleid haben, dass sie so ist? Oder kann man da auch ganz klar sagen, Sebastian, das ist auf jeden Fall nicht das Richtige für dich? Weil ich bin halt auch wirklich auf dem Trichter, ja okay, schade, wenn sie so ist, schlecht für sie, aber auch definitiv schlecht für Sebastian. Dann arbeite du für dich dran, aber zieh nie Sebastian mit rein. Weißt du, ich meine? So, lass meinen Sebastian holen. Also es wäre... aber es ist so... Ich glaube... Weißt du, wie ich meine? Also nein, es ist scheiße für sie, aber sie ist dafür nicht zu verurteilen. Genauso wenig, wie ich dafür zu verurteilen bin, dass ich ängstlich klammernd bin. Ich habe ihr nicht gesagt, dass sie deswegen so genau. Ja? Sie ist deswegen kein böser Mensch, sondern ihr sind einfach Dinge widerfahren, die sie... dazu gebracht haben, so die Welt zu betrachten und so mit der Welt umzugehen. Und für Sebastian, Digga, keine Ahnung, ich bin gerade überfragt, also, keine Ahnung, also die sind sich halt, ich glaube, die sind sich über die Dynamiken nicht bewusst. Es kann auch zwischen einem Vermeider und einem ängstlich Klammernden eine Beziehung bestehen, aber wichtig wäre, dass sich beide bewusst sind über ihre Strategien und das dann immer identifizieren können und irgendwie dran arbeiten können, das so ein bisschen zu entschleunigen, weißt du, oder zu abzuschwächen. Oder halt mit Abstand zu sehen. Auch die wissen gar nicht, was da passiert und da würden beide, glaube ich, leiden. Das Ding ist aber... Oh, ich liebe den Austausch mit dir. Ne? Ja, aber... aber voll schön, oder? Ist macht es so auch. Spaß. Aber das Ding ist, du musst nicht mal die Begrifflichkeit kennen von Vermeider. Du musst sie nicht mal kennen. Aber sowohl ihre Freundin, ihre Mama und Sebastian
sehen ihre Verhaltensweisen und zeigen sie auf und sagen, ey, was ist los mit dir? Und dann halt trotzdem noch so, ja, ich weiß nicht, da an seiner Stelle? Nee, von ihr aus sozusagen so von wegen so, ja, okay, komm, jetzt haben es drei Leute, die mich, zwei davon kennen mich schon sehr lang und wissen, wie ich bin. Eine Person habe ich mich auch richtig doll für meine Verhältnisse geöffnet über die letzten Wochen und habe sehr viel Zeit oder habe schon viel intensive Zeit mit ihm gehabt und so weiter. Die sagen mir das. Dann liegt es ja schon auch ein bisschen an dir zu sagen, ja, okay, höre ich da jetzt so ein bisschen drauf, öffne ich mich dem Ganzen und wage ich es oder wage ich es nicht? Mag ja sein, dass du noch ein bisschen Bauchgefühl hast, wie auch immer. Aber so wie sie jetzt gerade spricht, diese Antwort, dieses Rumgedruckste, wie stehst du zu ihm? Erstmal so, ja, weiß auch nicht. Und dann so ein bisschen irgendwelche Standardfloskeln, die sie schon ein paar Mal da rausgehauen hat, aneinander zu reihen, ohne ein Anzeichen von ein bisschen Emotionen im Gesicht. Da sage ich einfach, nee, dann lass es. Wenn du dich nicht drauf einlassen kannst, dann tschüss. Dann bleibt sie für immer Single. Sie kann ja auch nicht aus ihrer Haut fahren. Die können nicht aus ihrer Haut fahren. Wenn du das in der Situation nicht kannst, okay, wo alles mit TV-Produktion darauf ausgelegt ist, dich an einen Menschen dran zu kletten quasi, wirklich so zusammenzuspitzen wie in einem scheiß Hollywood-Film, Alter. Und wenn du es dann nicht schaffst, dich einem Menschen gegenüber offen und ehrlich zu geben und dich auf die Situation einzulassen, nur so ein bisschen, also weiß ich nicht, weißt du, was ich meine? Ich finde sogar, dass das Szenario hier sogar noch unsichereres Terrain ist, weil noch eine andere Person inszeniert sich der Typ einfach nur für die Kamera, damit er ein sympathischer Bachelor ist. Ja, auch was ist mit den anderen, die dann noch... Ne? Also ich kann sie voll verstehen. Ich finde sie auch jetzt gerade, also jetzt mein Bauchgefühl, ich finde sie gar nicht bösartig oder so oder intrigant. Ich glaube, die ist absolut die Vermeiderin, jetzt nachdem ich auch die Mutter gesehen habe. Und die, oder sie hat sehr viele Anzeichen davon. Und die kommt da einfach nicht. Kann sein, ja. Fertig. Also gut, dass du das gerade gesagt hast, weil du hast natürlich vollkommen recht. Stimmt schon. Für mich war das jetzt einfach nur diese Antwort auf diese Frage, wie sie da reagiert hat. Deshalb war für mich einfach so, ja gut, da, ja. Das ist es nicht. Aber also das ist es einfach nicht. Ja, so, ich weiß. Und auch nicht dann als von wegen so, nicht, dass ich jetzt auch noch sagen würde, okay, sie ist todesintrigant und böswillig oder so. Mhm. Das meine ich auch gar nicht. Auf keinen Fall. Ich meine einfach nur, das ist es nicht. Aber es ist, oh Gott, wir schweifen aus, aber das ist, glaube ich, nochmal wichtig, weil ich war eine Zeit lang richtig sauer auf Vermeider und dann habe ich aber viele Zuschriften auch bekommen von Vermeidern und Vermeiderinnen und so und dann checkst du erst, ey, die sind im gleichen Pain eigentlich wie ich. Halt auf der anderen Seite. Genau. Ja. So, und für dich muss, glaube ich, oder würde es noch hilfreich sein, wenn mit der Zeit, vielleicht auch durch unsere Gespräche oder mit anderen, nochmal der Transfer gelingt, weil wenn du da sitzen würdest, du als Steffen, wer du auch bist, ne, und solche Aussagen treffen würdest, dann weißt du, was das für dich bedeuten würde, dass du gar kein Interesse an dieser Person hast, ne, weil du zu deinen Gefühlen stehen kannst, weil du Gefühle zulassen kannst, weil du da keine Todesangst vor hast, weißt du, aber du musst einmal kurz, glaube ich, so umdenken, bei ihr ist das, läuft das alles anders, weißt du? Ja, ja, die, schon. Die meint es nicht, wie du das meinen würdest, wenn du das sagen würdest. Weißt du, was ich meine? Sie checkt nicht, dass die Antwort, was heißt sie checkt nicht, aber für sie hat es eine andere Wirkung, wie sie da gerade drauf geantwortet hat, wie sie es für mich hat. Voll. Weil für mich ist direkt so, ja, okay, das war nix. Ciao. Weißt du so genau. Ja, ja. Ja. Er löst schon in mir was aus, dass ich verliebt bin. Du hast mich ab der ersten Sekunde umgehauen. Ich habe da gesagt, die kommt richtig weit. Ich finde das so. Dein Bauchgefühl. Ja, ist doch so. Dein Venushügel. Ich finde halt, bei ihm, weiß ich nicht, also, ob sich da die Gewinnerin irgendwie freuen kann. Ich habe bei ihm echt so das Gefühl. Na, mit Sicherheit. Wieso? Ja, die würden nicht da stehen und wären nicht beide so in love. In love. Wisst ihr, wie ich meine? Wären nicht beide so. Ja. Wenn es nicht was ist, was sie wirklich wollen würden. Ja, gut. Aber ich meine so, ich habe das Gefühl, er hat für keine Gefühle. Ich persönlich, also ich spüre bei Sebastian ganz viel Gefühle, so, aber hier gar nichts. Das ist so irgendwie so... Na gut, aber vielleicht also... Beides gleich oder beides gar nicht irgendwie so. Vielleicht zeigt er es halt auch einfach auf eine Art und Weise, die bei dir nicht ankommt. Weißt du, ich meine, deswegen wird es ja nicht so übertragen. Ich glaube schon, dass da viel drin ist, emotional gesehen.
Mhm. Ja, ich bin trotzdem jetzt gespannt. Du meinst, das letzte Mal ist mir so scheißegal. Ist mir auch immer noch egal. Ja, bei mir? Ich bin was, schon gespannt. Also weiß ich nicht. Ich bin schon gespannt. Du bist für mich ein wahrer Sonnenschein. Hi! Ich hatte die Sorge, dass dir die Zeit nicht reichen wird, um mich tief in dein Herz blicken zu lassen. Du hättest dir gleichzeitig einfach auch mal Sorgen darum machen müssen, ob es dir gelingt, sie in dein Herz zu lassen. Müsstest du doch am besten verstehen, wenn ihr das gemeinsam habt. Also, ich habe aber auch schon was Gutes heute gesagt. Das stimmt, ja. Und obwohl alles perfekt scheint, fehlt etwas. Die Rose. Ist das so? Ich glaube, das ist ein Scherz. Das wäre echt schlimm. Und ich muss dir sagen, dass ich mehr Gefühle für Katja entwickelt habe. Sie ist auch so... Sie ist auch so, würde mich verarschen. Verarschen? Ich dachte wirklich, er will sie verarschen. Hä? Wow. Okay, haben wir nicht kommen sehen. Nee. Ne? Sie auch nicht. Oh Mann. Hä, hätte ich das nicht gedacht. Ich hätte es auch nicht gedacht. Krass. Es tut mir so leid. Heftig, ne? Boah, krass. Krass. Schon, ja. Aber da kannst du ja mal sehen, ne? Sie hat das nicht erwartet. Nee, das war viel zu authentisch und so. Also für uns war es ja auch so, dass ihr da noch irgendwie die Nase vorne hatte jetzt gefühlt auf dem letzten Meter. Crazy. Heftig. Ich dachte auch gerade nochmal, wie gut die beiden eigentlich zusammenpassen. Mhm, habe ich auch gedacht. Auch ja. Als sie da runtergesprungen sind. Ja, genau. Habe ich auch gedacht, ja. Ich werde die Momente mit dir nie vergessen. Aber Props, er zeigt endlich mal ein bisschen Gefühle. Ja, voll. Das ist ja auch die erste, bei der er mal eine Träne verdrückt, ne? Ja, also nachvollziehbar. Wäre komisch, wenn irgendwie nicht. Ich glaube schon, echt, oh, das muss so eklig sein, dieses Gefühl, dann da neben sich herzulaufen und zu wissen, ja, okay, ich sag jetzt ciao, dann war es das. Mhm. Nachdem die halt schon viel zusammen erlebt haben und so. Aber, wir haben ja noch eine Wette laufen, ne? Ah, ob ich noch nackt durchs Bild rennen muss, weil er sich danach bei ihr gemeldet hat. We will see. Vor allem nach allem, was er vorher gesagt hat. Ich hätte ihn am liebsten eine gescheuert. Sowas hatten wir schon mal. Mhm. Ja, ist, ganz ehrlich, ist halt auch nachvollziehbar, weil er hat wirklich, was er ihr gesagt hat, war halt wirklich, man hätte auch anders denken können. Was hat er gesagt? Ja, überhaupt, wie er sich ihr gegenüber verhalten hat und so. Ja. Und alles so. Aber er hat es nicht nur bei ihr gemacht, sondern er hat es auch schon bei der Drittplatzierten und bei der Viertplatzierten gemacht. Und bei der Fünftplatzierten und wahrscheinlich auch noch bei der Sechstplatzierten. Also eigentlich hättet ihr eben gemeinschaftlich eine scheuern können. Aber gut. Ja, was will man auch machen? Ist schon gut, dass ihr es nicht gemacht habt. Ja, es ist keine Lösung. Richtig, das... Aber also, obwohl hättest du eine eigene Show haben wollen, hättest du es vielleicht machen sollen. Mach das auf jeden Fall nicht. Ich finde es krass, also ich finde es wirklich krass, dass du dann halt trotzdem noch in so einer Situation, wenn du so krass verletzt bist, halt das dann, habe ich ja letztes Mal, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass du es dann noch hinkriegst, anständig zu bleiben. Weißt du, ich meine, einfach noch so, ich wünsche dir trotzdem alles Gute, danke für die Zeit. Und natürlich, du kannst innerlich auch brodeln, kochen und richtig wütend sein und ihm am liebsten eine klatschen, logisch. Ja, aber du machst es nicht. Du machst es nicht, sondern sagst, ey, ich wünsche dir alles Gute. Also ich finde es so krass, das zeigt so viel Stärke. Ich finde sowas geisteskrank beeindruckend. Ja, ich auch. Das ist richtig krass. Ich auch, das ist echt heftig, ja. Oh Mann. Nee. Oh nee, schlimm. Katja, ich habe mich in dich verliebt. Wow, Halleluja. I'm surprised. Ganz ehrlich, hat er schon ein bisschen besser gemacht als Sebastian. Das ist der richtige Zeitpunkt, das zu sagen. Sebastian, das war der richtige Moment. Oh ja, Sebastian ist da ein bisschen zu doll auf dem Gas gestanden. Genau. So, ja. Also deswegen ist Dennis immer gefahren. Er weiß, was er gar nicht gemacht hat. Ob du meine letzte Rose annehmen möchtest? Ja, die nimmt sie natürlich. Ne? Ach, ist sie dann Unterwäsche? Warum ist sie dann Unterwäsche? Was ist das für eine Inszenierung? Sie wird noch hoch hinausgehen, das sag ich dir. Also, hä? Also das habe ich noch nie gesehen, du? Hab ich auch noch nie gesehen. Also, ich meine, beim Bachelor. Ich habe schon mal eine Frau in Unterwäsche gesehen. Ich auch. Aber gestern. Aber sie hat gerade geweint. Ja. Weiß ich nicht, komm, wir gucken weiter. Ja, weiß ich jetzt nicht. Das passt auch null zusammen. Das ist emotionale... Und dann so Unterwäsche. Und dann sitzt sie aber da so in Unterwäsche auf dem Bett. Ganz und so. Strange. So, ey, lass mal die letzte Szene, bevor ich mich ready mache. Film mich mal schon, wenn ich hier noch so halb nackt sitze, ja? Mhm. Don't do it, Sebastian, ey. Don't do it. Naja, natürlich wäre das schön, die letzte Hose zu bekommen. Würde auf jeden Fall bedeuten, dass es wirklich okay ist, so wie ich bin. Nee. Nee. Ist unabhängig von der Rose. Das ich danke. Ist auf jeden Fall okay, wie du bist. Also, wer ist er denn, um das zu approven, ob du es bist oder nicht? Richtig. Thank you. Eieieiei. Jede Erinnerung, die wir gemeinsam erlebt haben, können wir ein kleines Päckchen tun und unseren Herzen verstauen. Es ist ein richtiger Abschied und der fällt ihm richtig schwer. Meine Hoffnungen sind noch da. Ich sag, er verabschiedet sich gerade von ihr.
Oh Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht. Oh Gott. Und du hast immer gesagt, Sebastian, hör auf dein Herz. Mein Herz schlägt stärker für Larissa. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er hat's wirklich gemacht. Siehst du das? Oh. Was machst du? Mal raus, Alter. Kann nicht wahr sein. Doch. Doch. Nee. Das war klar. Er sagt einfach, du hast. Aber. Du hast gleich auf mein Herz hören. Ey. Ja, aber es ist wahr. Es ist ja so. Nee. Ich hab gesagt, ich befürchte, dass ich. Ich wusste es. Ich wusste es. Und wir schauen uns jetzt gleich dieses dumme Wiedersehen an. Diese Scheißveranstaltung, wo er dann sagt, ja, sorry, hat nicht geklappt. Weil, er kann auch nichts dafür. Digga. Digga, er kann auch nichts dafür. Er ist ja wirklich mit so viel Mitgefühl hier mit dabei. Also man sieht ja schon, dass ihm das, er weiß, glaube ich, auch. Also es zerreißt ihm das Herz. Ja, es ist halt seine Entscheidung, ne? Was soll man machen? Oh Gott, ja, okay. Nee. Ich bin halt so unfassbar dankbar für alles, was du mit mir getan hast. Dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich bei dir halt einmal sein kann, wenn ich bin. Und dass du mein Herz mehr repariert hast. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist so traurig. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Lass mich verarschen. Mann. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich bin stolz auf dich. Hör doch auf. Warum sagt sie das? Ich verstehe gerade nicht, warum sie das sagt. Ja, wahrscheinlich. Ja, weil. Ja. Alter, sie ist einfach krass, Mann. Ich hab dir ja gesagt, dass man Menschen auch aus der Ferne lieben darf. Und das ist auch nicht. Immerhin hat Dennis nur ein Herz gebrochen. Sebastian hat mindestens mal ihres und unsere beiden Herzen gebrochen. Ganz, also, das kann nicht. Ey, Alter. Was hat sie gerade gesagt? Es ist auch okay, wenn man Menschen aus der Ferne lieben? Ja. Was ist los da? Oh Mann, Eva. Nee, du spinnst doch. Du spinnst doch. Und wie kann sie noch so ein guter Mensch sein in dieser Situation? Ich bin stolz auf dich und was weiß ich was und hier und da. Du hast mein Herz repariert, finde ich gerade irgendwie am krassesten, glaube ich. Wow. Wow. Alter. Okay. Also Eva hat sich hier mal wieder. Trotz so viel Dunkelheit, so krass fürs Licht entschieden. Ja. Selbst in diesem Moment nur gute Worte gefunden, ey. Boah, Eva. Oh, ich hoffe, die fällt nicht ins in zu großes Loch. Nee. Mm-mm. Oh, das war doch. Das... Also, Scheiße jetzt von Sebastian. Was ist los mit ihm? In dem Moment. So wie sie damit umgegangen ist, hätte ich direkt gesagt, ey, weißt du was, okay, scheiß drauf, was ich gerade gesagt habe, scheiß drauf, bleib hier. Ja, aber deswegen... Wie kann man denn so sein in so einem Moment? Das ist geisteskrank, wie was für ein großer Mensch ist Eva? Mhm. Junge, Junge. Boah, sie reißt sie richtig zusammen. Ich fahre hier auf meine Hochzeit oder meine Beerdigung. Gott, ey, wie ich sie hasse. In dem Moment. Jetzt gerade. Alter, hast du das nicht verdient, da zu sein, ey. Und das jetzt mal wieder zu spüren, ist, ja, ist wirklich schön. Gerade wenn ich sage, er ist mir nicht egal, hört sich das auch scheiße an. Ich schwöre, Contrera hätte man das nicht schneiden können. Also es ist wirklich, also es ist ja ein Zusammenspiel aus allem. Ne? Ja, aber ich Musik, bin voll dabei. Ja, Musik, ich bin voll dabei. Fragen, Schnitt etc., ihre gestörten Verhältnisse oder destruktiven. Also, aber alles zusammen ist einfach, du hast den Engel gehen lassen, der aus unserer Sicht das Allerbeste für dich gewesen wäre und für deine Kinder irgendwann und für alles. Ja? Und für mich. Und du lässt hier Prada-Trick, Teufel-Trick Prada in die Villa flattern
die dir wahrscheinlich gleich die Rose nicht abnimmt, weil sie sagen wird, wir haben uns unterm Strich nur 4 Stunden gesehen in 6 Wochen. Mhm. Wir können uns danach mal nochmal treffen, gefühlt. So eine Abgebrühte, der das alles shit egal ist. Und du hast sie. Oh, du bist richtig verstört gerade, ne? Ich bin einfach nur... Ich habe ja schon gesagt, dass es... Ich habe die Befürchtung... Und es ist halt kacke, wenn sich die Befürchtung dann auch noch bestätigt, Alter. Das ist doch gerade... Ist doch scheiße, Alter. Müll. Sollen wir die ganze Staffel, die wir kommentiert haben, einmal runternehmen, die Reactions? Ist echt, wir machen so das nicht mehr. Nein, lass oben, aber schneid alles sehen mit dir raus. Und wir hören einfach auf vor der letzten Folge. So. Wir hören da auf, weil er gesagt hat, ja, du hast gesagt, so auf mein Herz hören. Da cutten wir dann und dann ist fertig. Ey, lass mal den Mist, als nächstes irgendwie Teletubbies reacten. Ja, okay. Mach mal das Herz so. Lass die Welt wenigstens in Ordnung. Was ist das, Mann? Ich habe mich in dich verliebt, Larissa. Möchtest du meine allerletzte Rose annehmen? Wenn sie nein sagt, ne? Ja. Okay, das ist schon mal nicht eingetreten. Mhm. Also sie hat sie angenommen. Mhm. So, alles gut. Ich hasse auf Eva. Yay. Eva hatte eh schon viele Päckchen. Sie hat noch eins mehr. Super. Ja, ich freue mich total für euch beide. Ich habe mit gerechnet. Hat sie gesagt, sie hat damit gerechnet? Ja, was soll das? Ekelhafte Überheblichkeit, Alter. Also ich sag dir eins. Passt zu dem Ego-Kleintrampeln von Dennis, Alter. Ey, Mann. Ich sag dir eins. Sie wird bleiben. Sie wird niemals eine Sympathieträgerin. Das liegt ihr nicht im Blut. Das hat man ihr nicht mit in die Wiege gegeben. Sie wird viele Zuschauende haben, weil sich alle über sie empören werden. Ich habe damit gerechnet. Wow. Warum sagst du das in dem Moment? Wow. Selbst wenn du damit gerechnet hast. Also, egal. Sie ebnet ihren Weg. Ist ja so. Es ist super unsympathisch. Super unsympathisch. Fertig. So eine Sachen kann man denken, aber ich finde, wenn man ein bisschen emotionale Intelligenz besitzt, sagt man es einfach nicht. Richtig. Das ist genauso wie, keine Ahnung, so, wir tragen beide dieselbe Hose und ich sag, mir steht die schon ein bisschen besser als dir. Selbst wenn ich das denke, würde ich das doch nicht sagen, Alter. Das oder wir sind in einer Beziehung und ich gehe davon aus, mein Partner schenkt mir was zum Valentinstag, dann schenkt er mir was und dann sagst du auch nicht, ich hab's erwartet. Mhm. Nein. Du bedankst dich und denkst dir so, oh Schatz, schön, dass du an mich gedacht hast. Das ist cool. Das ist geil, ne? Oder? Das ist voll geil, dass die jetzt zusammen feiern. Ja. Das ist auf jeden Fall cool. Ja, es ist geil, weil es ist direkt dann schon so ein Doppeldate, ne? So, ja, hey, ihr auch, cool. Wir auch, ah, okay. Ja, ich finde es geil, dass sie sich halt füreinander freuen können. Das ist echt ganz, ganz cool. Also, ja. Jetzt in dem Moment. Ja. Ey, Mann, was soll ich sagen? Natürlich hoffe ich, wünsche ich es allen, dass sie denn glücklich zusammen werden. Dass Larissa das schafft, ihre Zweifel da abzulegen und das Ganze zuzulassen. Ja. Und dass Sebastian sich nicht immer fühlen muss, als müsste der dem Ganzen hinterherrennen und der Träger dieser Beziehung alleine sein. Und natürlich wünsche ich auch bei Katja und Dennis, dass die, ja, dass da genug Ernsthaftigkeit in die Beziehung kommt und so weiter und so fort. Und dass sie alle natürlich wunschlos glücklich zusammen werden. Das wünsche ich mir selbstverständlich für alle vier. Wir bleiben einfach mal dran und gucken, was passiert ist. Ja. Ich ahne ja Böses. Ich sehe es schon. Dennis, hast du Dennis' Blick gesehen? Ein bisschen verhalten, ne? Mhm. Aber Sebastian ist ja halt voll gestrahlt. Sebastian sieht gut aus. Ich glaube, Sebastian und Larissa sind auch zusammen. Und Dennis und die anderen nicht. Guck mal, wie sie auch neben ihm sitzt. Ja, aber das müssen die machen. Ja, ich habe in seinem Gesicht gerade schon, in Dennis' Gesicht schon Unangenehmes gesehen. Mhm. Ey, erstmal gucken, wer alles da ist. Lisa ist da? Ja. Lissy, Shoutout Lissy, die gesagt hat, oh, ich bin raus. Okay, cool. Leonie, Kim natürlich. Wer ist das? Das ist Rebecca. Rebecca und ja. Eva. Ja, Dennis macht so. Also, ich sehe mich hier schon nackt durchs Bild, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt. Einfach nur, ich will wissen, ob ich bei Dennis wirklich recht hatte, ob er da jemanden noch angeschrieben hat. Mhm. Das möchte ich wissen. Ich hatte keinen Kontakt zu ihm seitdem. Und Eva, mit dir haben wir irgendwie mitgefiebert. Wie geht's dir? Also ich muss sagen, mir geht's eigentlich richtig gut. Oh, schön. Bombe. Schön. Ist gut. Mhm. Ist doch schön. Ja, voll. Auf jeden Fall. Vielleicht hätten die sich wirklich nicht gut getan dann. Weißt du, weiß man nicht. Es passiert alles aus dem Grund. Hauptsache, ihr geht's besser. Yeah. Ich freue mich, sie sieht gut aus. Sie sieht super aus. Sie hat kein zusätzliches Päckchen davon mitgetragen, hat man das Gefühl. So. Sie sagt, mir geht's trotzdem immer noch besser als vor der Reise. Ich lieb's. Super. Ja. Das ist richtig geil. Plötzlich wart ihr Best Buddies. Wir dachten erstmal, die Jungs sind schwul, weil Emily hat nicht gerne angemacht.
Fand's gut? Ich muss sagen, ich fand's auch richtig gut. Natürlich fandest du's gut, weil der eine hat direkt erkannt, was für eine Null du bist. Tschüss. Und deswegen konntest du noch zu dem anderen nicht reinsneaken. Oh, das war auch ein bisschen härter, als ich es eigentlich sagen wollte. Nein, aber ja, du hattest einfach zwei Chancen. Zwei Leben. Chancen. Deswegen das war gut. Ja. Oh Mann. Wir konnten halt somit auch irgendwie wählen. Weißt du, was ich gerade so merke? Mhm. Ich erinnere mich voll doll, wie ich die Staffel mit Nico Griesert noch gesehen habe. Ne? Und auch mit Dominik, da war es, glaube ich, auch noch so. Da habe ich so das gesehen und ich habe so Menschen so da drin gar nicht gemocht. Mhm. Weißt du? Aber darf ich dir was sagen? Ich muss sagen, ich habe für alle, die da drin sitzen, auch einen Dennis, eine Kim, eine Larissa, ich habe irgendwie für alle eine Sympathie. Ja, weil du dich halt auch mehr mit, glaube ich, einfach mehr mit der Psychologie auseinandergesetzt hast und dann überall so ein kleines bisschen mehr Verständnis aufbringen kannst. Oder? Jeder ja. von, ich glaube, keiner von denen ist abgrundtief böse. Jeder da ist irgendwie so auf seine Art liebenswert. Mit seinen, ich glaube, es gibt keine abgrundtief Menschen, abgrundtief bösen Menschen grundsätzlich. Glaube ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Feststellung so. Irgendwie. Hm, ja. Und danke, dass ihr euch alle so präsentiert habt, wie ihr seid. Muss man so oder so sagen, ey. Jetzt mal ganz im Ernst, muss man so oder so sagen, wie dankbar wir alle sein müssten, die diese Unterhaltung konsumieren können. Das ist nur möglich, weil da Leute ja. sich wirklich bereit dazu erklären, sich im Fernsehen zu präsentieren, ja. zu zeigen, Emotionen zu zeigen, ja. so einfach einen Teil von sich zu Voll. Präsentieren. Für uns privilegierten Drecksäule, die hier auf den Couches sitzen und da meinen, wir können hier dann über die Leute schön urteilen und die roasten, wenn sie Bock ja. haben und so einen Scheiß. Da muss man schon auch ein bisschen Dankbarkeit dafür zeigen. Dankeschön. Also wie jede einzelne Person, die da mitmacht, das ist schon krass. Ungelogen, wie viele Menschen ihr damit unterhaltet, ist halt... Krass, ne? Schon heftig. Ja, ja, auf jeden Fall. Leonie tut sich auch mit ihrem Blick nichts Gutes. Sorry, jetzt habe ich gerade gesagt, ich habe die alle lieb, aber die ist doch wirklich wie so eine böse Schwester von Cinderella. Die sieht so intrigant aus mit diesem Blick alleine. Ich glaube, das ist sie gar nicht. Ja, ja, sie ist skeptisch und erwartet auch ein bisschen was, dass da halt was gegen sie kommt jetzt, glaube ich. Weil die Erfahrung hat sie auch gemacht. Ja, damit siehst du es aber auch irgendwie schon an. Ja, natürlich. Du hast schon eine sehr flirty Art. Ja, deswegen bin ich wahrscheinlich auch Bachelor geworden. Oh. Oh. Geile Antwort. Geile Antwort. Alter. So einen braucht Kim. Props, Bro. Digga, so einen braucht Kim. Props. Das war geil. Das war richtig geil. Das war echt gut. Das war richtig, richtig gut. Das war, oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Geil. Ich kam auch wie aus der Pistole geschossen. Ja, also, richtig stark. Bitch, denk mal nach. Was denkst du, warum bin ich hier? Richtig krass. Aber guck mal, Larissa weiß selber, ja, war keine Glanzstunde. Stimmt. Ja. Man kann sich auch noch ein bisschen aufrichtiger entschuldigen. Aber ja, egal, immerhin hat sie es getan. Von dem her alles gut. Aber ich finde das authentischer als jetzt so, oh Gott, es tut mir leid, bla, weißt du so. Yeah. Nein, sie hat das gesagt in dem Moment, sie hat das gefühlt, war keine Glanzleistung, gesagt ist gesagt, fertig. Ich fand's gut. Ja, ja. Ja, schon okay. Geil. Ja. Und jetzt natürlich die große Frage, seid ihr beiden noch ein Paar? Spannung aufbauen. Und? Also für mich macht es den Eindruck als ja. Ja, finde ich auch. Nein. Bruder. Alles falsch gemacht. Fuck you. Hat er sich danach vielleicht gemeldet bei Eva? Und sie dachte sich so, nope. Deswegen geht's ihr besser? Weiß ich nicht. Oh mein Gott, weil sie sieht zu gut aus dafür. What the fuck? Nein. Aber warte, jetzt ist die nächste Frage. Oh. Weil, Frage. Sind die kein Paar mehr, weil sie quasi zu eisig war oder weil eingetroffen ist, was sie vermutet hat, nämlich, dass er das Interesse verliert? A oder B? C. Mama hat gesagt, Tätowierer kommt nicht ins Haus. Nein, sag A oder B. A. Ich sag B. Okay. Ich sag, es lag an ihm. Wollen wir wetten? Warte. Oh. Hat nicht geklappt, Mann. Ich habe extreme Angst, mich einfach fallen zu lassen. Ich lag richtig. Endlich lag ich mal richtig. Und ich find's richtig super, dass Sebastian das gecheckt hat, weil er hat einfach dann festgestellt, okay, ich investiere hier gerade die ganze Zeit, aber es kommt nichts zurück. So kann's nicht laufen. Ja gut, nach 3 Wochen, wenn du dann 3 Wochen lang reinpumpst, ist es jetzt nicht allzu lang, aber wenn du merkst, okay, es kommt gar nichts, dann lässt es auch sein. Ja, ja. Das ist richtig super, dass er das festgestellt hat und dann gesagt hat, okay, dann nicht. Ja. Hm? Bombe. Und so wie er sich da jetzt gibt, ist er auch fein damit. Ja. Ne? Ja, ja. Krass, voll die erwachsene Wiedersehensschau. Richtig, ja gut, ich habe nichts anderes von Sebastian erwartet tatsächlich. Wahnsinn, okay. Ja. Aber, ich bin froh, dass wir da keinen heartbroken Sebastian sitzen sehen. Ja, und keine heartbroken Eva. Ja. Oh, das ist
Schau mal, die sind zusammen. Oh mein Gott. Schau mal, die sind zusammen. Mach weiter. Wenn man von so weit unten startet, dann ist man einfach dankbar. Und mit Kim hatte ich mich noch einmal getroffen, um einfach mal zu gucken, wie das im realen Leben einfach ist. Ob da dann Teller fliegen, wenn ich mir was nicht merke. Er wollte auch da wieder den Pain. Ja, ich glaube eher die Bestätigung, oder? Also der aktuelle Stand ist, dass wir befreundet sind. Nein, aber es ist, hast du gesehen, was er gesagt hat? Der aktuelle Stand. Oh, scheiße, ey. Bitte nicht die Kennenlernphase. Da finde ich ja sogar, ich finde die Kim sogar noch schlimmer als die Larissa. Also, oh Mann, Sebastian, wir müssen uns mal auf einen Kaffee treffen. Safe, komm mal ran hier jetzt. Ich leihe ihm ein paar Bücher. Wie ging es denn eigentlich bei dir weiter? Hattest du fest damit gerechnet, dass du die letzte Rose bekommst? Ja, schon. Er ist so, wo habe ich mich denn da so missverständlich ausgedrückt? Also, wo habe ich denn so falsche Signale gesendet? Nein, bestimmt nicht. Wir haben es ja alle gesehen, er hat wirklich dieselben Signale bei ihr gesendet wie bei Katja auch. Aber sein Blick war gerade so, wie kommt denn die Alte drauf, dass ich dir die Rose gebe? Hätte er aus deiner Sicht etwas anders machen müssen? So Kleinigkeiten einfach auch mir direkt sagen. Zum Beispiel, als du gesagt hast, dass der Kuss jetzt auch nicht der beste war. Also er ist safe nicht mit Olgas Freundin zusammen, weil so würde er nicht reden vor ihr, hoffe ich. Und sie sitzt ja bei ihr. Eher bei ihr als bei mir. Ist so Girls Support Girls. Die haben auch viel telefoniert vor der Wiedersehensshow. Und die sind mit Körpersprache. Ja, ja. Die halten gerade zusammen, weil sie das Ähnliche durchgemacht haben und er ist alleine. Ich kann mich nicht in zwei Frauen komplett heiß über Kopf gleichzeitig verlieben. Eine ist bei ihm ja schon eine Herausforderung. Richtig. Ja, du so, weißt ja. Zwei, ne? Ist dann... Geht nicht. Wie ist euer Status jetzt? Ja oder nein? Also, das, was wir bisher gesehen haben, kann nicht sein. Entweder die Schauspieler sind gut. Ja. Aber nein. Ich glaube auch nicht. Nein. Ich hoffe, es kommt ja. Ja. Oh mein Gott! Schlecht! Ey, wir sind unfassbar schlecht! Krass! Okay, mein erstes Bauchgefühl aber damals beim ersten Date. Da war ich sehr, sehr gut. Digga, wir sind Die haben so, gut geschauspielt, sag mal wenn ehrlich. Wenn ihr uns bisher irgendwas geglaubt habt oder euch verlassen habt auf unsere Aussagen, sorry. Wir haben gar keine Ahnung von Menschen. Ja, absolut keine Ahnung. Schön, Mann, ich freue mich aber. Oh Gott, ja, ich auch. Super. Oh mein Gott, ich lag so falsch. Oh Dennis, es tut mir so leid. Oh Scheiße. Hättest du das gedacht? Wir dachten, er hat locker 3-4 Mädels abtelefoniert und hat die alle nochmal drüber rutschen lassen. Und wir dachten, Sebastian sitzt da hart. Ich schreibe dem heute. Ey, wirklich. Geil. Dem schreibe ich heute, das tut mir voll leid irgendwie. Ich finde es richtig super, ganz ehrlich, ich finde es super, dass wir so falsch lagen. Oh, ich schäme mich gerade ein bisschen. Weil diese Überraschung, es macht voll Spaß. Ich schäme mich gerade. Oh Mann, Dennis. Dennis, bist du Mann? Es tut mir leid. Oh Mann. Oh, geil. Du darfst die Menschen manchmal auch echt nicht so bewerten wie, oh Mann. Ja, wenn wir es nicht machen würden, sollen wir eine Schnauze halten, oder was? Wir müssen die ja irgendwie einordnen. Dennis, wirklich aufrichtige Sorry. Also das bedeutet ja nichts, ne? Er kann sie in einem halben Jahr betrügen und derweil als Assi rauskommen, ne? Jetzt ja auch. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Hör auf damit. Nein, ich freue mich voll für euch. Und es tut mir wirklich leid für die ein oder andere Aussage. Ja, voll. Also ist, aber es ist doch voll, richtig spannend zu sehen. Ja. Und auch richtig gut, dass du dann... Also, weißt du, du kriegst nochmal aufgezeigt, okay, das sind deine Einschätzungen. Ja. Dennis hat mit dir genau dasselbe gemacht wie ich. Du hast mich auch gehasst nach dem ersten Sehen, gefühlt. Mm. Und jetzt planen wir zusammen unseren ersten gemeinsamen Urlaub. Ja! Kann man sagen, wo es hingeht? Es steht ja noch gar nicht fest, chill. Okay. Wir haben dann schnell gemerkt, dass wir nicht mal mehr eine Woche ohne einander können. Die sind ein ausgesprochen schönes Paar. Ja. Finde ich. Das ist ein schönes Paar. Ja, auf jeden Fall. Richtig schön. Mhm. Oh, krass. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ich fühle mich mit Dennis heimisch. Es gibt nämlich demnächst den Golden Bachelor. Geil. Ü60? Ja. Das ist schon krass. Ja. Oh. Und nochmal so auf den letzten Meter nochmal ins Glück reinschmeißen. Süß. Dann was ins Glück, ne? Ja. Was für eine Staffel, sag mal. Dankeschön. Das war wirklich eine schöne Zeit mit dir. Oder? Das war krasse, eine krasse gemacht. Reise, Alter. Ja, geil, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein durfte. Oh. Es war richtig, richtig cool. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass mich das schon wieder so mitnimmt. Guck mal, das war schon heftig. Ja. Ja.
Das geil. War so heftig. War eine coole Staffel. Ey, Digi, wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, 20 Stunden Content online. Ja. Wir haben so viel geredet über diese... Ich habe 80 Stunden geschnitten. Oh Mann. Ja, danke euch auch für eure Zeit, für die so vielen Austausche. Heißt über so viele Themen. Austausche. Ja, egal. Danke, dass ihr dabei wart. Krass. Ja, vielen, vielen Dank für die ganzen unfassbar lieben Kommentare. Richtig schön. Also wirklich, wenn ich es, ungelogen, wenn es mir irgendwann mal wieder schlecht gehen sollte, dann brauche ich nur die Kommentare unter Sanis Videos durchgehen, weil ihr mir so viel Liebe gegeben habt. Richtig, richtig schön. Richtig geil. Ich habe eine Idee. Ja. Hast du Sonntag was vor? Ja. Auch abends? Ja. Ab wann? Weiß ich noch nicht, aber ich treffe mich mit einem Kumpel zum Ramenessen. Weiß noch keine Uhrzeit? Mhm. Vielleicht kriegen wir es ja hin, je nachdem, wann das Ganze online geht, je nachdem, wann Gabi dann fertig ist. Vielleicht so, dass wir zum Upload in einen Live-Chat gehen. Dass wir das quasi als Live, also als Premiere hochladen. Und dass während die Leute das gucken, wir beide im Chat sind und mit denen schreiben können. Das wäre lustig. Das wäre cool. Wenn es geht, technisch. Ja, ja. Ja, ja. Cool. Du loggst dich ein, du bist im Chat, ich bin im Chat und hängt dann von der Uhrzeit ab. Okay. Ich glaube, ja, das wäre nochmal ein schöner Abschluss. Lass da drüber sprechen, ja. Es hat so viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Es war echt richtig cool. Finde ich auch. Geil. Tschüss. Ey, wie krass, Alter. Die ganzen Emotionen hin und her. Und ja. Die ist scheiße. Und die ist doch ganz cool. Und ja, dann ist doch die scheiße. Und so. Ja, Mann. Aber ganz nochmal vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. An alle Kandidatinnen. Mhm. Und an die beiden Jungs, dass ihr euch zur Schau gestellt habt. Einfach nur für unsere Unterhaltung. Ganz, ganz, ganz großes Kino von euch. Genau, ich finde halt einen Kritikpunkt, Sebastian hätte auch nochmal eine Duschszene mit Porsche liefern können. Hat er noch eine? Hat er nicht nur Dennis? Nee, hat er auch eine. Natürlich, du hast auch gesagt... Sebastian auch? Ja. Haben wir den Porsche irgendwo gesehen? Ja. Kannst du mal schicken? Du hast auch da schon kurz Pause gemacht. Ach so, okay. Ja. Das hast du schon vergessen. Ja. Du hast doch nicht so viel mit ihr gemacht. Ja, ich bin halt ein bisschen wie Larissa. Ich bin dann so vermeiden, wenn ich mir nicht zu doll reinsteige. Witzig. Okay, tschüss.